Bonjour, guten Meine Damen und Tag. Herren, guten Tag. Chers amis de la formation franco-allemande. Liebe Freunde der deutsch-französischen Berufsausbildung, ich heiße Sie herzlich willkommen zum 9. Berufsbildungstag, den wir seit 2014 durchführen. Das ist eine Konferenz, die von der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer organisiert wird, seit 2040, wie gesagt, mit Partnern, langjährigen Partnern, dem deutsch-französischen Jugendwerk Pro Tandem und die Agentur, die deutsch-französische Agentur für Berufsbildung und Berufsaustausch und die deutsch-französische Hochschule. Auch die nationalen Bildungsministerien und Arbeitsministerien sind hier beteiligt. Heute Nachmittag möchte ich Sie durch das Programm begleiten. Ich bin Alexandra Seidel-Lauer und ich arbeite bei der deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer. Bevor wir beginnen, habe ich noch einen technischen Hinweis. Sie können die Sprache auswählen, unten rechts. Dort sehen Sie ein kleines Symbol in einem Kreis und da sehen Sie dann DE für Deutsch und FR für Französisch. Denn wir haben simultan Dolmetscher heute, die das alles übersetzen, die gesamte Konferenz. Und Sie können auch Fragen stellen im Chat. Und wenn wir dann zu den Fragen und Antworten kommen, dann erhalten Sie Antworten von unseren Experten. Meine Damen und Herren, das Thema heute Nachmittag ist Energie. Denn die geopolitische Situation in Europa rückt ja dieses Thema in den Mittelpunkt und auch die Energiewende und die Digitalisierung führen dazu, dass sich die Berufe verändern und dass neue Qualifikationen gefordert sind. Das sind natürlich für Unternehmen große Herausforderungen, auch für die Bildungsinstitute und für politische Organisationen, aber natürlich auch für die jungen Menschen, die einen Beruf wählen müssen, stehen vor Problemen. In Deutschland gibt es einen Fachkräftemangel, es gibt Berufe im Wandel, neue Kompetenzen, es müssen neue Ausbildungsprogramme entwickelt werden. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man möglichst viele junge Menschen dafür begeistert, eine Berufsausbildung zu wählen. Da gibt es natürlich sehr viele Herausforderungen, aber auch sehr viele Möglichkeiten. Und wie können Deutschland und Frankreich nun in diesem Bereich zusammenarbeiten? Darum soll es heute gehen, an diesem 9. Berufsbildungstag mit dem Thema deutsch-französische Zusammenarbeit in den Ausbildungsgängen des Energiesektors. Vielen Dank, dass Sie dabei sind und wir werden heute mit verschiedenen Experten sprechen über die Programme und Projekte. Ich eröffne jetzt die Veranstaltung und übergebe das Wort an Guy Maurice, den Präsidenten der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer. Herr Guy Maurice, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Dr. Lukas, sehr geehrter Herr Berhardt, Herr Reinertz, Frau Präsidentin, liebe Freunde der Kammer. Ich freue mich ganz besonders, dass ich diesen 9. Deutsch-Französischen Berufsbildungstag eröffnen darf. Das Thema, das wissen Sie, ist existenziell für unsere Wirtschaft. Und ich denke, dass heute niemand mehr daran zweifelt, wie wichtig es ist, die Energiewende zu schaffen. Also wir müssen sie noch durchführen. Wir haben schon viele Erklärungen gehört, aber das ist nicht mehr ausreichend. Neben den Verhaltensveränderungen, die notwendig sein werden, benötigen wir natürlich auch Ingenieure und Fachkräfte, die das dann durchführen, was wir uns vorgenommen haben. Und wir wissen, dass ja im Moment weder die Kompetenzen vorhanden sind, noch in ausreichender Menge vorhanden sind. Und die erste Berufsausbildung wird es nicht schaffen, hier ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu schaffen, insbesondere auch im Anbetracht der demografischen Entwicklung. Das sind die Probleme, vor denen wir heute stehen. Das heißt, wir müssen ausbilden, so stark wie noch nie. Wir wissen, dass wir zum Beispiel nicht ausreichend Schweißer haben, Heizer haben. Das sind nur einige Beispiele für Berufe, in denen Fachkräftemangel herrscht. Aber wir müssen auch Berufe von der Zukunft entwickeln, denn wir müssen uns weiterentwickeln, was Batterien betrifft, Wasserstoff, Energie aus Wasserstoff. Das sind jetzt auch nur einige Ansätze. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir heute hören werden. Lösungsansätze möglicherweise, mit denen wir diese Herausforderung überwinden können.
Also vielen Dank, dass Sie alle dabei sind. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag, eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank, Herr Mogis. Also die Kompetenzen, die in der Zukunft benötigt werden, weiterzuentwickeln, gemeinsam, Deutschland und Frankreich gemeinsam, das ist sehr wichtig. Und wir möchten jetzt auch unseren Botschafter, den deutschen Botschafter Hans-Dieter Lukas, begrüßen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind und hier mitwirken an diesem Thema. Und ich übergebe Ihnen das Wort, Herr Botschafter. Monsieur le Président, Monsieur l'Inspecteur Général, sehr geehrter Herr Reinhardt, meine Damen und Herren, dieser 9. deutsch-französische Berufsbildungstag findet, glaube ich, vor einem sehr und einzigartig dramatischen Hintergrund statt, mit dem Krieg in der Ukraine, aber insbesondere eben auch der Energiekrise, die uns alle in massiver Weise betrifft. Erst vor einigen Tagen hat die französische Regierung ihren Plan zur Energieeinsparung vorgelegt, mit dem alle Bereiche des wirtschaftlichen und sozialen Lebens mobilisiert werden sollen. Und die Bundesregierung hat schon im Koalitionsvertrag für die kommenden Jahre die Umsetzung und Gestaltung der Energiewende hin zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Wirtschaft zu einer Priorität erklärt. Und auch in Frankreich ist ja das Ziel einer nationalen Energiesouveränität verbunden mit den ambitionierten Zielen beim ambitionierten Erreichen der Klimaziele ein ganz zentrales Ziel eben auch der Regierung. Ich denke, dass der Krieg in der Ukraine ganz deutlich macht, nicht nur der Klimawandel zwingt uns zum schnellen energiepolitischen Umdenken und um die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, um strukturelle Änderungen vorzubereiten, braucht es auch den Mut, neue Perspektiven zu erproben. Und ich glaube, es ist deshalb eine ganz hervorragende Idee, die deutsch-französische Zusammenarbeit in den Ausbildungsgängen des Energiesektors zum Thema dieses 9. deutsch-französischen Berufsbildungstags zu machen. Die Energiefrage ist nämlich zentral für die Zukunft unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaften. Und umso mehr kommt es ja darauf an, junge Menschen für das Thema Energie zu sensibilisieren, in dieser Branche auszubilden und ihnen auch einen guten Einstieg zu bieten in das Berufsleben. Und dazu kann auf Erfahrungen mit deutsch-französischen Initiativen im Bereich Klima und Energie und den einschlägigen beruflichen Ausbildungsgängen aufgebaut werden. Ich möchte deshalb nochmal ganz ausdrücklich der AK danken für die Ausrichtung dieses heutigen Tages. Ich denke, dass die AK ihre Mitglieder und Partner seit langem ein ganz wichtiger Motor sind, wenn es darum geht, die berufliche Bildung und die Brücken zwischen Deutschland und Frankreich in diesem Bereich zu festigen. Ein Beispiel ist der Deutsch-Französische Preis für Berufsbildung und Ausbildung, Avenir Professionnel, der ja heute zum 2. Mal ausgeschrieben und im kommenden Jahr verliehen werden soll. Ich möchte darüber hinaus allen danken, die sich in Deutschland und Frankreich gezielt für eine starke berufliche Bildung und die grenzüberschreitende Mobilität einsetzen. Das sind zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer, Lehrerinnen und Lehrer, Ausbilderinnen und Ausbilder auf beiden Seiten des Rheins. Das sind Institutionen wie das Deutsch-Französische Jugendwerk, die Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung, Pro Tandem, und die Deutsch-Französische Hochschule. Das sind all jene auch, die sich im grenzüberschreitenden Austausch oder beim Aufbau der Partnerschaften zwischen Campus des Métiers de Qualification und deutschen Berufsschulen engagieren. Und das sind natürlich alle institutionellen Akteure, Verbände, Kammern und Verwaltung, die alle daran mitwirken, den Austausch weiter zu beleben. Und das schließt natürlich auch Erasmus Plus ein. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Europa ein Projekt für alle Teile der Gesellschaft ist, dass nicht nur Minister, Botschafterinnen und Botschafter, Akademikerinnen und Akademiker sich begegnen, austauschen und zusammenarbeiten können, sondern eben auch junge Menschen aus dem Handwerk und der Industrie. Und so können wir gemeinsam zeigen, was zwischen unseren Ländern und in Europa möglich ist.
Ich denke, es ist auch wichtig, dass junge Menschen aus Deutschland und Frankreich Erfahrungen im jeweils anderen Land sammeln, neugierig aufeinander werden. Selbst wenn einige zunächst nur einfache Kenntnisse in der Partnersprache haben, sind viele nach einem Aufenthalt in Deutschland oder in Frankreich hochmotiviert, auch die Sprachkompetenz zu verbessern und auch ihre berufliche Perspektive auf das Nachbarland auszuweiten. Und ich denke, in dem Kontext spielt eben Spracherwerb eine besondere Rolle. Und ich denke, was das Erlernen der Partnersprache anbelangt, müssen wir noch besser werden. Ich glaube, die Entwicklung hier in dem Bereich in den letzten Jahren ist ziemlich besorgniserregend. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir auch im Bereich der beruflichen Bildung aufgreifen müssen. Es ist schließlich auch wichtig, mit guter beruflicher Bildung die Zukunft unserer Unternehmen zu sichern und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand zu sichern. Und das geht eben nur, wenn es genügend und gut ausgebildete Fachkräfte gibt. Beide Länder, Deutschland und Frankreich, haben, denke ich, viel dafür getan, Nachwuchs zu gewinnen für die Herausforderungen von heute und morgen und jungen Menschen attraktive Berufsperspektiven zu eröffnen. Und für Deutschland will ich hier die gerade verabschiedete Fachkräftestrategie der Bundesregierung nennen. Grenzüberschreitende duale Berufsausbildung und die grenzüberschreitenden Studienprogramme sind ganz wichtige Bestandteile der Verflechtungen in den deutsch-französischen Grenzregionen. Sie eröffnen jungen Menschen Arbeitsmarktchancen in beiden Ländern und bringen dringend benötigte Fachkräfte mit europäischem Profil hervor. Ziel muss deshalb sein, Frankreich und Deutschland auch über die Grenzregionen hinaus noch enger miteinander zu verknüpfen. Und dass die deutsch-französischen Austauschprogramme auch während des Höhepunkts der Pandemie, trotz mancher Schwierigkeiten, die es ja gab, fortgeführt werden konnten, ist, glaube ich, ganz wichtiges, gutes Signal auch für die jungen Menschen und ihre Beschäftigungsperspektiven für die Unternehmen, aber letztendlich auch für Europa. Und gerade in einer Zeit, in der die Zusammenarbeit über Ländergrenzen absolut unabdingbar ist, für die Lösung all unserer Probleme brauchen wir viel mehr Menschen, die Grenzen überschreiten, die bereit sind, von anderen zu lernen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auch in Zukunft sicherstellen, dass die notwendigen Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Ausbildungsangebote auch in Krisensituationen aufrechterhalten werden können. Und dazu bedarf es starker und vertrauensvoller deutsch-französischer Kooperationen, die eben auch in schwierigen Zeiten funktionieren. Denn, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das deutsch-französische Paar war und bleibt die treibende Kraft in Europa. Das war der Geist des Élysée-Vertrages von vor knapp 65 Jahren. Und dies wurde auch nochmal mit dem Vertrag von Aachen 2019, der unter anderem auch den Ausbau von Mobilitätsprogrammen und die Stärkung der Zusammenarbeit bei Energie und Klima als Kernthemen verankert hat, erneut bekräftigt. Und ich denke, das ist auch eine wichtige vertragliche Verpflichtung, an der wir uns alle orientieren sollen. Ich danke also für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche gutes Gelingen und einen fruchtbaren Austausch während des diesjährigen Berufsbildungstages. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Botschafter. Sie haben es gesagt. Die deutsche und französische Zusammenarbeit im Bereich beruflicher Bildung ist festgeschrieben im Aachener Vertrag. Und nächstes Jahr feiern wir 60 Jahre Élysée-Vertrag. Das wird auch wieder ein Moment sein, wo Deutschland und Frankreich und auch die deutsche Industrie- und Handelskammer wieder darauf hinweisen können, dass eine deutsch-französische Zusammenarbeit unabdingbar ist, auch im Bereich berufliche Bildung. Jetzt freue ich mich, Herrn Amit Reinzart zu begrüßen, ein Vertreter von dem Deutschen Ministerium für Bildung und Forschung. Je suis ravie de annoncer Monsieur Armin Reinhardt, Directeur du Département Coopération Européenne et Internationale dans l'Éducation et la Recherche. Bonjour, Monsieur Armin Reinhardt. Bonjour. Guten Tag, Herr Reinhardt. Hallo. Ja, sehr geehrter Herr Marie, sehr geehrter Herr Botschafter Lukas, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier heute am 9. Deutsch-Französischen Berufsbildungstag teilnehmen zu können, denn berufliche Bildung ist nicht nur ein wichtiges Thema, wie wir sehr oft betonen,
sondern sie ist der Garant für Fachkräftesicherung aus unserer Sicht. Der Botschafter hat es ja gerade schon angesprochen, als er sich auf die internationale Lage bezogen hat. Gerade in den Zeiten, in denen durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unsere europäischen Werte mit Füßen getreten werden und die Corona-Pandemie es so schwierig gemacht hat, dass wir uns persönlich austauschen können. Gerade da ist das persönliche Zusammenkommen von Menschen so wichtig. Und diesen Raum müssen wir schaffen, diese Begegnungen müssen wir ermöglichen. Veränderungen stehen für uns in Frankreich und auch in Deutschland, in ganz Europa an. Und wir haben eine gemeinsame Verantwortung dafür, das Beste aus dieser Krise, aus diesen Chancen zu machen. Deutschland und Frankreich sind, wie wir ja auch schon an vielen Stellen gehört haben, die tragenden Säulen für ein starkes, freiheitliches und modernes Europa, das uns allen am Herzen liegt. Ich freue mich heute sehr, mit Ihnen über die aktuellen Herausforderungen, die sehr vielfältig sind in der beruflichen Bildung, vor allem aber vor dem Hintergrund der ökologischen und der technologischen Transformation zu sprechen. Unser duales Berufsbildungssystem in Deutschland sorgt seit Jahren für Wirtschaftswachstum und eine niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Für junge Menschen bietet das duale Berufsbildungssystem einen guten Start ins Berufsleben. Durch das Lernen an zwei Orten, nämlich in der Schule und in einem Ausbildungsbetrieb, werden die Theorie und die Praxis sehr gewinnbringend miteinander verbunden. Das führt dazu, dass sich nach der Ausbildung in der Regel zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten, Chancen und exzellente Karrierewege für die jungen Menschen ermöglichen. Dennoch zeigt sich nicht erst seit der Pandemie die Herausforderung, die wir auch in Deutschland am Ausbildungsmarkt haben. Viele Ausbildungsplätze sind unbesetzt. Junge Menschen entscheiden sich gegen berufliche Bildung, obwohl das ein Bereich wäre, wo sie eigentlich ihr Potenzial sehr gut entfalten könnten. Wir glauben, dass wir ein starkes Berufsbildungssystem und gut ausgebildete und weitergebildete Fachkräfte gelingen kann, die fortschreitende Digitalisierung sowie auch eben die Felder ökologische und technologische Transformation, diese ganzen Prozesse, die dahinter stehen, die viele von Ihnen tagtäglich in ihrer Arbeit im Unternehmen erleben, dass die so gemeistert werden können. Die berufliche Aus- und Weiterbildung ständig zu modernisieren und ihre Attraktivität bei jungen Menschen und vor allem auch den Eltern dieser jungen Menschen zu erhöhen, sind deswegen für uns in der Bundesregierung zwei zentrale Ansatzpunkte für die langfristige Sicherung von Fachkräften. Deswegen investieren wir auch genau jetzt in die Zukunft der beruflichen Bildung und versuchen permanent, die berufliche Bildung als der akademischen Bildung gleichwertigen Pfad zu stärken. Das ist für die jungen Menschen eine gleichwertige Option, eine gleichwertige Möglichkeit in ihrem Karriereweg ist. Unser Ministerium ist beispielsweise in der Allianz für Aus- und Weiterbildung beteiligt, die den sozialpartnerschaftlichen Dialog und dessen Handlungsansätze unterstreicht. Die Allianz ist ein Zusammenschluss aus allen beteiligten Ministerien und den darüber hinaus auch den relevanten Verbänden und Organisationen der Wirtschafts- und Sozialpartner. Diese Allianz, dieser Zusammenschluss, diese Partner haben sich gemeinsam das Ziel gesetzt, als zentrale politische Plattform die Attraktivität, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, aber auch die Integrationskraft der digitalen Ausbildung, der dualen Ausbildung zu stärken. Das machen wir mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen. Zum Beispiel haben wir in den letzten beiden Jahren gemeinsam mit den Partnern dieser Allianz den Sommer der Berufsbildung durchgeführt. Die Aktionstage wurden da von vielfältigen Veranstaltungen begleitet. Da gab es Informationsevents, aber auch Sommercamps und eben Formate, die genau auf die jungen Menschen zugeschnitten waren, die Zielgruppe, die sie auch erreichen sollen. Und neben den jungen Menschen ist natürlich ein ganz großes Anliegen auf unserer Seite, auch die Betriebe zu motivieren,
Ausbildungsplätze anzubieten und zu besetzen. Neben den angesprochenen Punkten gibt es ein Thema, was wir uns in der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode besonders vorgenommen haben. Und das ist das Thema, dass das große Projekt Exzellenzinitiative berufliche Bildung. Die wollen wir auf den Weg bringen, um berufliche Bildung attraktiver und moderner zu gestalten. Es soll eine Initiative werden, die alle jungen Menschen anspricht, damit sie eben wählen können zwischen den verschiedenen Qualifizierungswegen, ob es eine Ausbildung ist im dualen System, ob es ein Studium ist oder eben eine Fachschule. In der Exzellenzinitiative berufliche Bildung setzen wir auf drei Schwerpunkte. Zum Ersten möchten wir eine bessere Förderung individueller Chancen ermöglichen. Ein wichtiger Punkt davon ist zum Beispiel die Berufsorientierung auch an Gymnasien, wo das sonst vielleicht nicht so üblich ist. Die Begabtenförderung und die Unterstützung des lebenslangen Lernens auch außerhalb der Schule und der Schulzeit. Zweiter wichtiger Punkt der Exzellenzinitiative ist unser Setzen von gezielten Impulsen für innovative und exzellente Berufsbildungsangebote und eine moderne Berufsbildungsinfrastruktur. Da gibt es zum Beispiel den Innovationswettbewerb Innovet Plus. Der dritte Punkt wäre die internationale Mobilität in der beruflichen Bildung zu erhöhen und eben diese internationale Perspektive auch in der beruflichen Bildung schrittweise zur Selbstverständlichkeit machen. Das, was viele Studierende schon lange als einen normalen Teil ihres Studiums, ihrer Ausbildung sehen, das eben auch für Berufsbildung zu ermöglichen. Als der zuständige Abteilungsleiter im Ministerium liegt mir dieser Punkt, kann ich Ihnen sagen, ganz besonders am Herzen. Insgesamt sehen Sie, die Exzellenzinitiative berufliche Bildung ist ein zentraler Beitrag des BMBFs für eine zukunftsfeste berufliche Bildung. Darüber hinaus ergänzen wir das Ganze natürlich mit Initiativen wie der Allianz für Aus- und Weiterbildung, der nationalen Weiterbildungsstrategie oder eben auch der Fachkräftestrategie in der Zusammenarbeit mit den anderen Ressorts. Es ist ja heute hier Thema und es ist ja auch angesprochen worden, dass uns einige Themen sehr akut umtreiben in diesen Monaten, eben mit Blick auf die sehr aktuelle Situation, auch Fragen der Energiesicherung. Also wie schnell können wir da diese drastischen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Blick haben und welchen Einfluss hat das auf die Berufsbilder? Das ist jetzt besonders präsent, aber auch schon vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den vielen Konsequenzen und Implikationen, die sich daraus sehr konkret jetzt diesen Winter auch ergeben, da wussten wir, dass sich die Anforderungen an die Fachkräfte in den Betrieben sich extrem rasant verändern, viel schneller als das früher der Fall war. Da sehen wir uns als Bildungsverantwortliche in der Pflicht, und eben auch die berufliche Bildung muss stetig angepasst werden an diese veränderten Anforderungen. Das machen wir gemeinsam mit den Sozialpartnern, mit den Wirtschaftsverbänden und in Deutschland natürlich auch mit den Bundesländern. Alle diese Akteure spielen da eine sehr wichtige Rolle in der dualen Ausbildung und wenn es um die Modernisierung geht. Ein Beispiel, wo wir das gerade angehen, ist eben die Modernisierung der Energie, also unter dem Punkt Energie- und Ressourceneffizienz, die relevanten 19 Berufe des Bauhandwerks und auch im Bereich der umwelttechnischen Berufe. Die Energiebranche war auch bereits in der Vergangenheit eine der wichtigsten Industriezweige Deutschlands. Und gerade mit Blick auf zukünftig relevante Energieträger und die benötigten Technologien befindet sie sich derzeit in einem massiven Umbruch. Die notwendigen Veränderungen für berufliche Aus- und Weiterbildung stehen jetzt an. Da müssen wir
jetzt auch noch stärker aktiv werden. Ich habe bereits vorhin ausgeführt, dass diese Veränderung in einer Allianz, in einem gemeinsamen Konsens mit den beteiligten Ressorts, den Bundesländern und den Wirtschaftsverbänden entstehen. Und das mag an der einen oder anderen Stelle auch ein Gespräch mehr erfordern, einen Austausch mehr. Aber gerade in Zeiten, wo es wichtig ist, wie sichern wir die Ausbildung, wie bringen wir alles Wissen auch mit in diese Modernisierung, da ist es wichtig, eben diesen Weg auch zu gehen, damit wir den Anforderungen, die es in der modernen Arbeitswelt gibt, gerecht werden. Uns ist auch schon seit langem bewusst, der Bedarf an Fachkräften ist riesig. Bei einem speziellen Megathema wie grünen Wasserstoff wissen wir bereits jetzt, dass uns da die Fachkräfte fehlen werden. Hier sind wir gerade dabei, zu erheben und uns die Daten zu besorgen, wie aktuell und wo genau die Kompetenzbedarfe für die Aus- und Weiterbildung zusammenlaufen, wie wir das denken können und wie wir auch die Forschung auf der einen Seite, die ja gerade sich noch entwickelt, wo ganz schnelle Fortschritte auch gerade entstehen, und dann das, wie das zusammengedacht werden kann mit der Bildung, mit der Aus- und Weiterbildung. Wir sehen das in allen dualen Ausbildungsberufen mittlerweile durch sogenannte Standardberufsbildpositionen übergreifende Lerninhalte, zum Beispiel für dieses Thema digitalisierte Arbeitswelt sowie auch Umweltschutz und Nachhaltigkeit als Mindeststandards mit unterrichtet werden. Die sind da mit integriert. Und Nachhaltigkeit spielt auch eine wichtige Rolle bei der Ausbildung der Fachkräfte von morgen. Wir unterstützen mit dem Programm Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung gezielt den Kompetenzerwerb bei Ausbildern und bei den Auszubildenden. Auch in der Innovationsförderung der beruflichen Bildung fördern wir nachhaltige Verbundlösungen für eine qualitativ hochwertige und attraktive Berufsausbildung. Meine Damen und Herren, die Zusammenarbeit im Bereich Bildung und Forschung ist seit wirklich langer Zeit eine wichtige Säule innerhalb der bilateralen Beziehung, unserer Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich. Mit dem Vertrag von Aachen, der Botschafter es auch schon angesprochen hat, 2019 haben wir eine erneuerte Grundlage für die deutsch-französische Zusammenarbeit formuliert. Wir haben uns unter anderem vorgenommen, deutsch-französische Exzellenzinstrumente in Forschung, in Bildung und eben auch in Berufsbildung zu entwickeln und unsere Bildungs- und Forschungssysteme besser miteinander zu vernetzen. Eine ganz zentrale Initiative dabei ist die Mobilität von Auszubildenden. Mit der Deutsch-Französischen Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung ermöglichen wir seit 1980 knapp 110.000 Auszubildenden Lernaufenthalte im Nachbarland. Dabei steht natürlich zum einen der Erwerb der Fachkompetenz im Vordergrund. Aber jeder von uns, der an ähnlichen Austauschprogrammen teilgenommen hat, der mit den jungen Menschen spricht, die teilgenommen haben, der weiß, dass ein ganz zentraler Aspekt eben auch die kulturelle, dieses interkulturelle Kompetenz, dieser Austausch miteinander dabei extrem wichtig und so gewinnbringend ist. Im Einklang mit dem Vorschlag der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, 2023 zum Europäischen Jahr der Aus- und Weiterbildung zu machen, da werden Frankreich und Deutschland gemeinsam die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verstärken, um eben auch genau diese Mobilität von Auszubildenden zu fördern, die Berufsausbildung zu erleichtern und bestehende Hemmnisse, Hindernisse, Barrieren, die es noch gibt in der Hochschulbildung, aus dem Weg zu räumen. Zu diesem Zweck wollen wir eine entsprechende Regierungsübereinkunft zwischen unseren beiden Ländern schließen. Sie sehen also insgesamt, die deutsch-französische Zusammenarbeit liegt meinem Ministerium, liegt hier uns im Ministerium, im Bundesministerium für Bildung und Forschung, sehr,
sehr am Herzen. Wir stehen auch in Zukunft sehr gerne bereit, diese fortzuführen und auch weiter auszubauen. Die Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Auslandshandelskammern sind dabei geradezu, man möchte sagen, traditionell unsere guten Partner. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der Deutsch-Französischen Industrie- und Handelskammer für die Einladung zum heutigen Berufsbildungstag sehr herzlich bedanken. Der Berufsbildungstag hat sich aus unserer Sicht seit 2014 zu einem wichtigen Beitrag entwickelt, das Image beruflicher Bildung in Deutschland und in Frankreich zu verbessern und unsere konkrete Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter zu intensivieren. Gerne, und das ist wirklich ein Angebot von Herzen, wirken wir auch in Zukunft dabei mit. Aber jetzt wünsche ich uns allen erstmal eine interessante Veranstaltung und spannende Diskussionsrunden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Sie haben ja schon ganz klar herausgestellt, wie wichtig die berufliche Bildung für die deutsche Bundesregierung ist. Unsere Zuhörer kennen natürlich das deutsche Berufsbildungssystem noch nicht so gut. Allerdings haben wir natürlich oft darauf hingewiesen. Sie haben gesagt, es gibt viele Akteure, die eingebunden sind, vor allem Wirtschaftsverbände, Bundesländer, Ministerien. Könnten Sie noch mal erwähnen, welche weiteren Akteure auch eingebunden sind, wenn es um neue Ausbildungsinhalte geht und jetzt neue Berufe, Herr Reinhardt? Ja, das mache ich sehr gern. Eine kurze Zwischenbemerkung. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe die ganze Zeit in die falsche Kamera geschaut. Also wenn Sie den Eindruck hatten, ich schaue nicht in die Runde, dann liegt es daran, dass ich tatsächlich das falsche kleine Loch hier auf meinem Tisch geschaut habe. Dafür entschuldige ich mich. Wir haben Sie sehr gut gesehen, Herr Reinhardt. Ja, kein Problem. Ich beantworte Ihre Frage natürlich sehr gerne. Wie immer ist, also ich möchte nicht sagen wie immer, aber wie so häufig, steht da ein recht komplexes System und ein föderales System in Deutschland dahinter zum einen. In der Komplexität vielleicht eben, dass es eben nicht nur ein Standort ist, an dem gelernt wird in der Berufsausbildung in Deutschland, sondern das Ganze lebt ja einfach davon, dass es an zwei Orten stattfindet. Eben zum einen in der Schule, zum anderen im Betrieb. Und die Grundlage dafür ist eben die Ausbildungsordnung, auch ein etwas deutscher Ansatz vielleicht, oder kommt einem sehr deutsch vor, aber das ist die Grundlage. Und wenn man die modernisieren will, wenn man daran will, dann muss man diese Neuordnung von dualen Ausbildungsberufen, hat auch eine gewisse Komplexität, die erfolgt nämlich nach dem Konsensprinzip tatsächlich. Und da sind dann alle Sozialpartner beteiligt. Ich hatte das ja eben schon in meinem kurzen Vortrag etwas ausgeführt. Da gibt es die Arbeitgeberseite, da gibt es die Arbeitnehmervertreter. Initiativ werden da auch Expertinnen und Experten aus der Praxis noch weiter mit eingebunden. Und natürlich wer von Seite des Bundes und die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Zur Unterstützung haben wir dann auch noch ein ganz eigenes Bundesinstitut für Berufsbildung und das BIP. Das da uns auch noch bei unterstützt. Und da werden diese Rahmenlehrpläne für den berufsschulischen Teil der Ausbildung werden dann zusammen mit den Ländern, die dafür als diejenigen, die für Bildung primär verantwortlich sind in Deutschland, werden auf die Ausbildungsordnungen dann weiter abgestimmt. Also sie sind komplex und es erfordert manchmal, wie gesagt, auch ein paar Schlaufen, aber am Ende kommen extrem gute Ergebnisse raus, mit einer sehr hohen Ownership, dass alle am gleichen Strang ziehen und das unterstützen. Und ich glaube, macht das System dann am Ende so erfolgreich. Mhm. Ownership und Verantwortung der Akteure, ja, das sagen Sie, ist wichtig. Und Sie sagen, es kommen gute Ergebnisse heraus. Sie haben schon gesagt, es gibt neue oder angepasste Berufe, vor allem im Bausektor, die sich jetzt auch mit Energiethemen beschäftigen. Können Sie uns vielleicht mal konkret Beispiele geben, welche Berufsausbildungen sich verändert haben, gerade im Energiesektor in den letzten Jahren? Ja, das mache ich sehr gerne. Da muss ich vorwegschicken, dass es keine richtigen, also keine sektorspezifischen Berufsausbildungen gibt in Deutschland, dass man das so auf einen ganzen Sektor anwendet. Generell sind die dualen Ausbildungsberufe und Ausbildung ist da sehr technikoffen gestaltet.
damit dann auch eben ein gewisser Raum ist für weitere technologische Entwicklungen. Da, wo das, es gibt eine, ja, wo es einfach notwendig ist, wo gewisse Branchen oder gewisse Unternehmen dann Spezialisierungen haben, gewisse Schwerpunkte haben, das wird dann so abgedeckt, dass es dann innerhalb dieser Berufe gut möglich ist. Da gibt es dann viele Module, um zu differenzieren, wo man gewisse Schwerpunkte in der Ausbildung setzen kann, wo es Wahlqualifikationen gibt zu bestimmten Spezialthemen, Zusatzqualifikationen und auch weitere Spezialisierungen in den gezielten Fällen. Das als Beispiel gäbe es da jetzt zum Beispiel die Bauberufe. Da haben wir 19 Stück, da gibt es jetzt einen Teil Neuordnung. Und da gibt es dieses schöne Beispiel der Wärme-, Kälte-, Schallschutz-Isoliererin. Also in diesen Bereichen gibt es einige Neuordnungen, die werden dann geupdatet über Module durch neue Technologieansätze, Spezialisierung. Und dann gibt es natürlich auch Beispiele, wo wir komplett neue Berufe, Berufsbilder schaffen. Da war ein Beispiel in der jüngeren Vergangenheit der Kaufmann, die Kauffrau im E-Commerce. Das kommt in der Regel eher selten vor. Normalerweise werden diese in den beruflichen Ausbildungssträngen weiterentwickelt. Aber es ist nicht unmöglich, sondern wenn es angebracht ist, dann werden auch vollkommen neue Berufsbilder geschaffen. Ja, danke. Sie haben auch, was uns sehr freut, auf die große Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit hingewiesen. ProTandem gibt es seit 1980 und ermöglicht den Austausch von Azubis. Welche anderen Projekte unterstützte Ihr Ministerium noch im Bereich deutsch-französische berufliche Bildung? Ach, das wäre natürlich ein fast, ich möchte sagen, abendfüllendes Thema, wenn wir in die Details gehen würden. Aber nein, das ist wirklich, da gibt es eine, seit vielen, vielen Jahren, ich habe das ja auch kurz angeschnitten, im Bereich Bildung und Forschung eine ganz enge Kooperation. Im Bereich berufliche Bildung haben wir da eine eigens eingerichtete Expertenkommission zwischen Deutschland und Frankreich, die sich da jährlich trifft, die aktuelle Projekte bespricht, Initiativen gemeinsam startet. Und dabei ist uns eben auch wichtig, unter anderem über diese Kommission, dass wir auf beider Seiten, sowohl auf der französischen als auch auf der deutschen Seite, die Berufsbildung, internationale Berufsbildung dann zusammen unterstützen. Wir haben aber auch zum Beispiel das Mobilitätsprogramm ProTandem, das werden sicher auch einige von Ihnen kennen, haben sich da vielleicht auch schon engagiert oder anderweitig Kontakt mit gehabt. Das ist die Deutsch-Französische Agentur für den Austausch in der beruflichen Bildung. Und das ist eben wirklich seit 1980 ein Instrument, wo wir miteinander arbeiten, wo wir diesen Austausch organisieren. Und da ist mein letzter Stand, dass wir da jährlich 1.000 junge Menschen, 1.000 Auszubildende aus Deutschland und Frankreich jeweils in das Nachbarland schicken, unterstützen, dass sie da den Arbeitsalltag, die Arbeitsbedingungen, den Arbeitskontext kennenlernen und dann eben auch sich untereinander den kulturellen Austausch pflegen können. Das ist ein Thema, bei dem wir sehr, sehr eng eben auch mit unserem Partnerministerium und mit der Außenlandhandelskammer mit Ihnen in Frankreich zusammenarbeiten. Als weiteres Thema, was ich jetzt vielleicht noch anschließen würde, ist das Thema grenzüberschreitende Ausbildung. Da eben auch im Hinblick auf den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, das Jahr 2023 zum Europäischen Jahr der Aus- und Weiterbildung zu machen. Da wollen wir gemeinsam Frankreich und Deutschland die grenzüberschreitende Zusammenarbeit verstärken, um die Mobilität von den Auszubildenden zwischen unseren Ländern zu fördern und wirklich uns nochmal anzuschauen, welche Hemmnisse gibt es noch, wo können wir das noch effizienter, noch besser gestalten. Und da planen wir eben diese Regierungsübereinkunft, um das Ganze auf den Weg zu bringen. Ich habe Ihnen ja gesagt, abendfüllendes Thema, also ich will nicht zu weit gehen, aber wir sind da gemeinsam aktiv in vielen europäischen und auch internationalen Initiativen,
Wir haben im Bundesministerium für Bildung und Forschung ein UNESCO-Projekt BILD, BLT. Da sind wir zusammen mit dem französischen Partner unterwegs. Gemeinsam haben wir auch Grundlagen für Innovations- und Wissensbrücken zur beruflichen Bildung gelegt. In Europa sind wir da gemeinsam der Treiber des ganzen Prozesses. Und wir können uns auch vorstellen, das noch stärker auszubauen. Also da, wenn unsere französischen Partner noch aktiver werden wollen, durch gemeinsame Initiativen, wo wir sinnvolle Punkte sehen, eventuell in Asien oder auch auf dem afrikanischen Kontinent, da könnten wir, glaube ich, noch weiter Initiativen starten. Da haben wir gemeinsam eine gute Grundlage in der Kooperation zwischen unseren Ländern. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Reinhardt. Ich sehe im Chat auch keine Fragen mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei sind und vielleicht auch noch dabei bleiben. Wir gehen jetzt in die Diskussionsrunden mit Ausbildungsorganismen und auch Unternehmen. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie bei uns bleiben. Und ja, nochmal vielen Dank nach Berlin. Oui, mesdames et messieurs, je vais changer en français. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt auf Französisch weitermachen, um die erste Diskussionsrunde hier anzukündigen. Welche Berufe und Ausbildung gibt es in der Energiebranche? Das ist ja ein wichtiges Thema und ich freue mich, hier auch die Teilnahme von Herrn Federico Berrera ankündigen zu können. Er ist Generalinspektor für Bildung, Sport und Forschung und Dekan der Gruppe für industrielle Wissenschaft und Technik im Campus des Métiers et des Qualifications. Frau Eva Eckramer, Präsidentin der Deutsch-Französischen Hochschule, Herr Olivier Habert, Leiter des Masters Ingénierie des Systèmes Intelligents, Communicants et Énergie an der Universität de Lorraine und Herr Ahmad Osman, Professor für das Lehrgebiet Prüftechnologien und Prüfverfahren an der Hochschule für Technik und Wissenschaften des Saarlandes. Ja, guten Tag, Frau Eckramer, Herr Berrera, Herr Habert und Herr Osman. Sie können jetzt Ihre Kamera einschalten. Ja, guten Tag. Also ich würde erst einmal Frau Professor Dr. Eckramer das Wort erteilen. Sie sind ja seit April 2022 an der Universität in Mannheim. Die Deutsch-Französische Universität unterstützt ja Studiengänge, deutsch-französische Studiengänge. Welchen Auftrag haben Sie im Augenblick und wie viele Studiengänge unterstützen Sie? Wie viele Partner haben Sie auch an der Deutsch-Französischen Universität dafür? Bitte das Mikrofon einschalten. Ja, das Mikrofon. Ja, ich freue mich, hier dabei sein zu können bei diesen Diskussionsrunden. Sie wissen ja, dass die Deutsch-Französische Universität mit dem Weimarer Vertrag gegründet wurde, also seit 25 Jahren nun mittlerweile. Und wir fassen im Augenblick 213 Einrichtungen, Hochschuleinrichtungen zusammen. Das heißt also, dass wir also ganz am Ende dieser ganzen Kette sind in Bezug auf das, was wir länderübergreifend machen, um die jungen Menschen auf die Wirtschaftswelt vorzubereiten. Das heißt, dass wir im Augenblick 189 Studiengänge haben. Also die Anzahl ändert sich jedes Jahr, weil wir unterschiedliche Angebote machen. Das ermöglicht es uns auch zu diversifizieren, was die Hochschulangebote anbelangt. Und das wird auch zum Teil im Dualsystem angeboten. Wir haben jedes Jahr 6.400 Studenten, die an den unterschiedlichen Programmen teilnehmen und 400 sind Studenten im Dualsystem. Das heißt also, sie arbeiten im Unternehmen und gleichzeitig lernen sie an unserer Universität. Wir haben auch drei nationale Studiengänge. Der wichtigste im Dualsystem betrifft in diesem Zusammenhang Eura in Deutschland. Ja, und dann also Frankreich, Colmar
Und dann noch eine Stadt in der Schweiz. Das ist also wirklich ein dreinationaler Studiengang im Bereich der Wirtschaft. Und das ist einer der Studiengänge, der sehr gut läuft. Es ist nicht leicht. Es gibt immer große Herausforderungen, auch was das Management anbelangt, dieser Studiengänge. Die Finanzierungsmittel sind nicht immer leicht zu erreichen, wenn das die Unternehmen nicht in allen Ländern zum Beispiel niedergelassen ist, in denen das Programm arbeitet, versuchen wir jedes Mal Lösungen zu suchen. Im Rahmen dieser Kampagnen versuchen wir dann auch die Frage des Studiums im Dualsystem immer weiter nach vorn zu bringen. Wir haben ja auch in Straßburg einen deutsch-französischen Gipfel ab 25. September und am 24. werden wir eine Diskussionsrunde mit Experten organisieren, um uns der Fragen des Dualsystems mit unseren Partnern anzunehmen. Also auch, wie gesagt, im Zweigespann mit dem deutsch-französischen Jugendwerk, um diese Jugendlichen auch wirklich zu integrieren in gut erarbeitete Studiengänge, die ihnen dann auf beiden Seiten der Grenze natürlich auch eine berufliche Zukunft sichern. Oder auch in einem anderen Land natürlich. Also wir sind da sehr offen. Man hat uns immer als eine deutsch-französische Struktur betrachtet, aber das geht viel weiter. Wir integrieren auch Länder wie Österreich, Luxemburg, Polen, Spanien oder auch noch weiter entlegene Länder. Und wir sehen uns als einen Raum der Hochschulbildung, der es den Jugendlichen ermöglicht, auch im Dualsystem europäische Karrieren anzugehen. Ja, Sie haben etwas sehr Wichtiges gesagt. Die Information der Jugendlichen über das, was man anbietet, also auch bei diesen deutsch-französischen Ausbildungen. Und das muss natürlich auch immer wieder wiederholt werden. Also auch Sie haben von der Kampagne gesprochen, die sehr wichtig ist, um zu informieren. Ich denke da auch an das deutsch-französische Jugendwerk, um natürlich, also wie gesagt, diese deutsch-französischen Studiengänge noch bekannter zu machen und natürlich auch die Ausbildungsgänge im Dualsystem. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich die Energie. Also die Energie. Sie unterstützen ja auch zum Beispiel Forschungs- und Doktorandenstudien. Und wie sieht das mit der Energie aus? Ja, ich habe noch gar nicht gesprochen über die Doktorandenausbildung, deutsch-französische Doktorandenausbildung. Wir haben 28 im Augenblick und alles, was zum Beispiel im Bereich des Engineering gewährleistet wird, da hat natürlich die Energie, spielt die Energie immer eine große Rolle. Oder Umweltwissenschaften wie. Ich habe mir mal die Menge der Programme angesehen, die dieses Thema bereits berührt. In den Studiengängen BA, MA haben wir das verankert. Also alles, was zum Beispiel Energiefragen, Energiemanagement in Europa anbelangt, auf Ebene der Doktorandenschulen haben wir auch für das kommende Jahr eine neue Doktorandenschule oder ein neues Doktorandenkollegium zwischen der Universität Troyes und der Hochschule in Darmstadt, das sich widmen wird der Frage der Nachhaltigkeitswissenschaften. Und da steht natürlich die Energie im Mittelpunkt, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Wir konnten das auch beobachten, als wir den deutsch-französischen Dialog über die Nachhaltigkeit geführt haben. Also es gibt eine ganze Reihe von Disziplinen, die in diese Frage der Energie auf der einen Seite, aber auch der Nachhaltigkeit auf der anderen Seite oder der Energieentwicklung integriert sind. Dann haben wir bekannte Ausbildungsprogramme TU München mit der Handelsschule Paris oder Wirtschaftswissenschaftlichen Schule Paris. Das sind also Fragen der Innovation, die auch in diese Richtung gehen. Und unter unseren Studenten
haben wir sehr viele, also das hoffen wir jedenfalls, dieses Gebiet weiter begehen werden und natürlich auch mit den neuen Energien sich vertraut machen werden. Ja, die Energie, ein übergreifendes Thema. Herr Pereira, Sie sind ja Generalinspektor für Bildung, Sport und Forschung. Welche Rolle spielen Sie? Denn ein Generalinspektor in Deutschland, welche Aufgabe hat er? Also in Frankreich ist es auch nicht unbedingt bekannt. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ich hier aus Anlass dieses Berufsbildungstags das Wort ergreifen kann. Die Generalinspektion wird dem Bildungs-, Hochschul-, Forschungs- und Sportministerium untergeordnet. Und das sind also unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche des Staates in Verbindung mit der Jugend, mit Ausbildung. Und die Rolle der Generalinspektion ist insbesondere eine beratende Rolle zugunsten der Ministerien, was zum Beispiel die Bewertung der öffentlichen Politik anbelangt, aber auch die Bewertung der Strukturen, die mit der Umsetzung dieser öffentlichen oder staatlichen Politik betraut sind. Wir haben zum Beispiel vor kurzem auch eine deutsch-französische Agentur bewertet, aber auch zum Beispiel behördliche Umfragen, um ganz einfach bestimmte Analysen über die Bestandslage durchzuführen. Wir arbeiten natürlich eng zusammen mit anderen Abteilungen. Zum Teil erklären wir auch Reform oder andere staatliche Entscheidungen zugunsten der Ministerien. Wir versuchen also, bestimmte Elemente einzubringen, die es den unterschiedlichen Akteuren ermöglicht, diese Reform umzusetzen. Der dritte Teil unseres Aufgabenbereichs ist also die Tatsache, dass wir wirklich als Kompetenzzentrum wirksam sind. Ich gehöre zum Beispiel auch zur Gruppe Wissenschaft und Technik und ich kümmere mich zum Beispiel um die Einstellung von Lehrkräften, aber auch um Zertifizierung, die auf staatlicher Ebene zum Beispiel gewährleistet werden. Also das nur, um einen kleinen Einblick zu bieten. Sie haben von Kompetenzen, von Expertise gesprochen. Wenn wir über neue Berufe, neue Kompetenzen in Anführungsstrichen sprechen, also im Energiebereich, in welche Richtung gehen Sie, um die Institution zu beraten, damit die Ausbildungsgänge entsprechend angepasst werden, auch im Energiebereich? Ja, das ist ein Thema, das sehr komplex, aber auch etwas heikel ist. Natürlich möchte ich da eingangs noch einmal darauf verweisen, dass wir heute, das Nichtwissen und die Unternehmen auch die Berufe von morgen nicht definieren können. 50% der Berufe, die morgen existieren werden, sind heute noch gar nicht bekannt. Und das ist natürlich erst einmal wichtig, dass diese Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft, also dass wir uns derer annehmen, das ist auch natürlich zurückzuführen auf den digitalen Wandel. Und hinzu kommt der internationale Kontext, der uns ja allen bekannt ist, also und das Krisenmanagement, also ob jetzt aus gesundheitlicher, militärischer Sicht, damit wird eine weitere Komponente der Unsicherheit natürlich hinzugefügt. Wie kann man mit diesem Kontext umgehen? Da gibt es unterschiedliche Ansätze, an denen wir arbeiten. Wir versuchen erst einmal natürlich als beratende Kraft zu wirken. Was die Berufsbildung anbelangt, die erste Achse besteht für uns darin, die Abschlüsse zu definieren, also sie flexibler zu machen, als das vielleicht auch in der Vergangenheit war, in einem System, wo die Berufe relativ definiert und etabliert sind. Also man konnte das in der Vergangenheit leicht oder klar beschreiben und konnte auch ohne weiteres festlegen, welche Ausbildungen erforderlich sind, um bestimmte Kompetenzen zu erwerben. Heute jetzt in Anbetracht dessen, was ich gerade gesagt habe, ist es erforderlich, die Ausbildungsinhalte offener zu definieren, um bestimmte Dinge vorwegzunehmen und sich auch anpassen zu können an die neuen Herausforderungen und die neuen Technologien von morgen. Ein weiterer
Aspekt, ein weiterer Ansatz, den wir verfolgen, betrifft die Definition von zusätzlichen Kompetenzen, Zertifizierung, also die hinausgehen über die anfängliche Ausbildung. Also vorhin wurde ja auch auf die Herausforderung mit grünem Wasserstoff verwiesen. Wir ermutigen zum Beispiel die Entwicklung von Zusatzausbildung, die es ermöglichen, dass ein Techniker, der sich im Energiebereich im Allgemeinen qualifiziert hat, es vertraut macht auch mit einem Bereich wie zum Beispiel mit dem Wasserstoff. Und ein dritter Punkt betrifft die Zukunftsinvestitionen. Frankreich, aber auch andere Länder wie Deutschland oder in Europa im Allgemeinen wird ja investiert in die Industrie, auch in Anbetracht dessen, was wir gerade erlebt haben. Wir haben in Frankreich den Plan 2030, also 50 Milliarden werden bereitgestellt und 2 Milliarden auch für die Ausbildung für zukunftsträchtige Berufe. Und da sind natürlich auch die berufsbildenden Zentren, die Lehrausbildungszentren und andere Strukturen, die sich auf die Berufsbildung konzentrieren, gefragt, um zu investieren in diesen Bereich. Ja, vielen Dank. Herr Habert und Herr Osman, Sie sind ja beide Leiter eines deutsch-französischen Masters. Wie ist dieses Master entstanden? Können Sie uns da vielleicht auch einen Überblick über die Besonderheiten, über den Inhalt vermitteln? Ja, guten Tag. Also, ich werde vielleicht erst einmal anfangen. Ich freue mich sehr, dass Sie uns eingeladen haben mit meinem Kollegen. Ja, wir sind verantwortlich für die Ausbildung. Also es ist nicht nur ein Master, sondern ein Bachelor, also in Frankreich eine Licence und in Deutsch ein Bachelor. Diese Ausbildung wird unterstützt. Das habe ich hier auch in meiner PowerPoint-Präsentation mit dargestellt, mit dem Logo. Sie gehört also zu einer partnerschaftlichen Vereinbarung auf der deutschen Seite dann eben Saarbrücken. Und wir sind also, wir gehören zu den unterschiedlichen Optionen, also das ist Elektrotechnik, aber Logistik, Tourismus gehört ebenfalls dazu. Das ist eine 5-jährige Ausbildung. Sie könnten jetzt vielleicht die nächste Folie bitte aufrufen. Also ich kann das hier leider nicht kontrollieren. Also wir bilden Ingenieure aus. Wir arbeiten im Ingenieurswesen. Das sind dann Ingenieure, von denen wir wollen, dass sie eben sich in verschiedene Unternehmenskategorien einreihen können. Hauptsächlich Industriesysteme mit Kompetenzen, ja immer stärkeren Kompetenzen, was Digitalisierung betrifft, Systemdigitalisierung und natürlich auch was direkt die Unternehmen betrifft. Diese Systeme, die werden immer intelligenter. Wir behandeln auch klassische Systeme, aber natürlich auch neue sogenannte intelligente Systeme. Und mit diesen neuen IT-Systemen und mit der künstlichen Intelligenz auch, das ist ja alles neu, schaffen wir eben kommunizierende Systeme. Die kommunizieren auf klassische Art und Weise, aber auch immer stärker auch via aufstrebenden Technologien, wie zum Beispiel Internet der Dinge, das, oder auch Vernetzung 4.0. Also das sind ja neue Themen, mit denen immer mehr Unternehmen derzeit versuchen zu arbeiten. Und natürlich haben wir noch weitere Anwendungen, die sind sehr breit gefasst, zum Beispiel Speichern und Verwaltung, auch von klassischen Energien, aber eben auch neue Energien bzw. erneuerbare Energien. Das war jetzt eine ganz kurze Präsentation unserer Ausbildung. Ich weiß nicht, ob du noch etwas hinzufügen möchtest, Ahmad. Also nur vielleicht einen Kommentar zu dem Aspekt, was die Technologie betrifft, Industrie 4.0.
da ist es klar, dass das natürlich unter uns ist. Und das ist Teil unseres Infrastruktursystems. Wir haben schon von intelligenten Systemen gesprochen, kommunizierenden Systemen. Und wir haben eben den Schwerpunkt gelegt auf diesen Teil, weil wir denken, dass das ein sehr notwendiger Teil sein wird für die Zukunft, die Industrie der Zukunft. Also das sehen wir als Ansatzpunkt für Interaktionen zwischen verschiedenen Technologien, also Hardware und Software zum Beispiel. Das ist also praktisch ein Konzept, wo alle Vorteile einfließen und auch alle Herausforderungen berücksichtigt sind, was die industrielle Entwicklung betrifft. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt tiefer in unser Fachgebiet einsteigen können oder ob ich hier zu früh sind. Ja, natürlich. Also wir berücksichtigen natürlich alle aktuellen Entwicklungen, also auch Bau, Elektrotechnik, das entwickelt sich ja weiter. Also das fließt bei uns alles ein, auch was man benötigt, um mechanische Systeme zu entwickeln oder Windkraftanlagen. Wir sehen auch, dass was Atom betrifft, dass wir jetzt auch doch unter Druck kommen, darauf wieder zurückzukommen, aus Gründen, die alle kennen. Auch was thermische Energie betrifft oder auch den Klimawandel, das sind alles wichtige Themen. Die Fachbereiche, die mit erneuerbarer Energie zusammenhängen, um darauf spezifischer darauf einzugehen. Ich habe einige Zahlen dabei von 2017. Die stammen aus einer Zeitschrift Usine Nouvelle, eine französische Zeitschrift. Und da wurden 1.300.000 Berufe in Europa genannt, die im Zusammenhang stehen mit diesen Themen, davon 300 in Deutschland und wesentlich mehr in Frankreich. Und das sieht man schon, wesentlich weniger in Frankreich. Und das sieht man schon, dass da eine Abweichung besteht. Das heißt, als Franzose sage ich ganz klar, dass wir ein Interesse daran haben, hier deutsch-französische Zusammenarbeit zu fördern. Und eben auch pragmatisch an die Ausbildung heranzugehen. Also wir in Frankreich, ich überspitze das jetzt etwas, wir sind ja jetzt hier noch ganz am Anfang in Frankreich, sage ich jetzt einfach mal, aber das ist jetzt auch übertrieben. Ja, aber es gibt ja eben duale Ausbildung auch in Frankreich. Es gibt auch in Frankreich Zusammenarbeit, Kooperationen mit Unternehmen. Was sind denn Ihre, mit wem kooperieren Sie, Herr Habert, Herr Osman, was Unternehmen betrifft? Also IFETES möchte dass die Lehrberufe fördern und ich bin dafür auf nationaler Ebene verantwortlich. Wir arbeiten im Bereich Ausbildung und einige Kollegen sind gerade dabei, das zu harmonisieren, also die Lehrberufe in Deutschland und Frankreich, um das Ganze grenzübergreifend gestalten zu können. Da sind wir aber jetzt noch nicht ganz am Ende, aber wir haben schon gute Fortschritte erzielt. Wir arbeiten in Frankreich mit Unternehmen zusammen, was die Lehrberufe betrifft, die wir eben auch unseren Studenten hier in Frankreich anbieten. Auf deutscher Seite, da kann ich sagen, dass unsere Studenten sehr stark nachgefragt sind in der Industrie. Wir haben versucht, hier eine Organisation so zu gestalten, dass sie an einem Tag arbeiten können im Unternehmen, und zwar in einem Beruf, der mit dem Studiengebiet zusammenhängt. Und das bedeutet, dass sie hier schon Erfahrung sammeln können in der entsprechenden Branche und eben auch die Innovationen schon sehen können, eben die Anwendungen für die Forschung. Und das versuchen wir eben zu etablieren. Da gibt es ja Kooperationen mit Unternehmen aus fast allen Bereichen der Universität. Und wir wissen, dass wir eben den Studenten, auf jeden Fall den Studierenden, die Möglichkeit geben möchten, hier die Theorie mit der Praxis zu verbinden und eben, dass sie die Innovationen direkt schon erfahren können.
Das ist sehr wichtig. Also ein großer Schwerpunkt liegt auf der dualen Ausbildung. Herr Berrera, Frau Professor Eckramer, Sie hatten schon auch über die duale Ausbildung gesprochen. Welche Zusammenarbeiten, welche Kooperationen erscheinen Ihnen sinnvoll oder haben Sie vielleicht selbst, arbeiten Sie selbst zusammen mit einigen Unternehmen? Was sind denn Unternehmen, die zum Beispiel im Energiebereich mit Ihren Studienprogrammen zusammenarbeiten? Also das gibt es auf jeden Fall schon. Da gibt es schon viele, viele Partner. Und wir hatten gerade letzte Woche ein Treffen mit der Industrie- und Handelskammer im Saarland, weil es hier um den Abschluss des Bridge-Projektes ging. Da ging es ja ganz genau um die grenzübergreifende Ausbildung, wo die Kollegen hier daran teilnehmen. Und wir haben aber auch mit Partnern in Luxemburg uns getroffen, um hier Partnerschaften auf den Weg zu bringen, Partnerschaften auch mit Banken, die grenzübergreifend arbeiten. Da geht es jetzt nicht unbedingt um Energie, aber man muss jetzt seine Projekte auch finanzieren können. Aber die großen Projektträger im Energiebereich, die gehören auch zu diesen Partnerschaften. Und das reicht bis zu Unternehmen, die bereits schon an Programmen teilgenommen haben, was die duale Ausbildung betrifft, zum Beispiel Airbus, um dieses Unternehmen zu nennen. Also das ist ja ein sehr großes Unternehmen. Und wir müssen ja auch Fortschritte erzielen. Die Flugzeuge müssen in beiden Ländern weiterentwickelt werden. Und in Deutschland haben wir einen großen Partner, zum Beispiel auch mit Siemens. Also das fehlt nicht, es mangelt uns nicht an Unternehmenspartnern, denn alle Unternehmen haben in Deutschland im Moment dasselbe Problem, und zwar der Fachkräftemangel, wie es in Deutschland genannt wird. Also es gibt einfach keine jungen Menschen mehr, um die gesamte Arbeit zu verrichten. Also ich bin in Baden-Württemberg, und bei uns ist es wirklich so, dass uns fehlen 65.000 Lehrlinge. Wir finden einfach keine. Und warum sollen wir das Ganze nicht in einen größeren europäischen Rahmen stellen und dann eben auch die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen und der Hochschulausbildung auch fördern? Aber eben auch schon gleich sehr früh anfangen, damit schon ganz junge Menschen auch ihre Zukunft möglicherweise auf der anderen Seite der Grenze sehen. Man braucht aber auch von Seiten der deutsch-französischen Hochschule eine Strategie, um die jungen Menschen, die zweisprachigen jungen Menschen, nicht zu verlieren. Also in einem bestimmten Sinne sind sie zweisprachig mit dem Englischen als Lingua Franca, das alle mittlerweile sprechen, so als wäre es normal. Aber man muss natürlich auch die Sprache des anderen, darf man nicht aus dem Auge verlieren. Und wir beobachten eben, dass immer weniger deutschsprachige Französisch lernen und umgekehrt eben auch. Das beobachten wir, und da müssen wir wirklich zusammenarbeiten, um hier Lösungen zu finden, damit wir schon viel früher ansetzen können. Also warum nicht schon im Kindergarten? Also im Saarland gibt es ein solches Programm für Kindergärten, also dass man schon sehr früh Sprachkompetenzen erwirbt, weil die Lehre, die Berufsausbildung, das geht ja auch über die Sprache. Und wenn man die Sprache des anderen nicht beherrscht, dann wird das natürlich mit zunehmendem Alter immer schwieriger. Wir mussten auch Lösungen finden, um eben junge Menschen zu integrieren. Also und in fortgeschrittenem Alter dann eben noch Sprachkenntnisse, die notwendigen Sprachkenntnisse noch zu vermitteln in diesem Bereich. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und auch zusammenzuarbeiten mit der Öffentlichkeit und mit dem Bildungswesen, vor allem um eben diese Probleme zu überwinden. Also vor kurzem haben die Bildungsministerien in Deutschland und Frankreich über diese Themen gesprochen, also sowohl die duale Ausbildung als auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Das wird im Ministerrat Ende November in diesem Jahr besprochen, weil es da eben immer noch viele Herausforderungen gibt, auch was die Verwaltung betrifft. Es muss ja auch Rechtssicherheit geben für die Verträge, für die jungen Menschen.
das muss flexibel sein. Es muss einen Rahmen geben, einen sicheren Rahmen, der es uns ermöglicht, eben weitere Programme zu entwickeln. Das kann, damit das eben ein Win-Win-Modell für beide Länder wird. Vielen Dank, Frau Eckramer. Sie haben ein wichtiges Thema hervorgehoben. Und im Chat haben wir auch eine Frage. Also die Frage geht an alle vier, nämlich, was ist denn die Herausforderung bei der Sprache? Das ist ja eine Herausforderung, hier Teilnehmer zu finden, Teilnehmer an deutsch-französischen Programmen, an Projekten. Wie sehen Sie das, diese Herausforderung? Ist das eine echte Herausforderung für die Zukunft, die Sprache? Wie sehen Sie das, Herr Habert, Herr Osman, Herr Berrera? Da kann ich vielleicht hier kurz etwas dazu sagen. Ich habe das vor 2 Jahren bei einem Besuch in Deutschland erlebt mit Teilnehmern an meinem Programm, die da in einem Austausch teilgenommen hatten. Und tatsächlich gab es da Probleme mit der Sprache, beziehungsweise haben wir das angesprochen. Wir haben nämlich gefragt, also inwieweit die Sprache den Austausch eventuell behindert hatte. Und wir haben dabei festgestellt, im Gespräch mit den jungen Menschen, die wir eben besucht haben, dass das nicht so ein großes Problem war. Also natürlich macht es die Dinge leichter, da bin ich mit allen einverstanden. Wenn man die Sprache beherrscht, dann hat man einen einfacheren Kontakt und auch man kennt die Kultur besser, der Austausch funktioniert dann besser, aber es gibt heute junge Menschen, also zumindest einmal die, die wir jetzt getroffen haben, die immer noch in der Berufsausbildung sind. Junge Menschen also in einer Branche, das sind ja nicht unbedingt dann Studierende oder Auszubildende, die besonders sprachbegabt sind und die haben dann eben bestimmte Hilfsmittel verwendet. Zum Beispiel das Englische als Kommunikationssprache. Also jetzt, das kann ich hier in dieser Runde wahrscheinlich wohl sagen. Aber auf jeden Fall Lösungen zu finden für die Sprache, das war möglich. Zumal die gemeinsame Sprache Englisch dann auch in der Ausbildung schon enthalten war auch. Also das heißt, ja, zum Beispiel im Schreinerbereich gab es da schon eine gemeinsame Terminologie, die dann den Austausch erleichtert hat. Die Herausforderung wäre dann wahrscheinlich, das zu überwinden oder eben auch das Eis zu brechen, wie man sagt, um die Ausbildung eben als Hebel zu verwenden, um den Austausch anzukurbeln und dann eben zu sehen, was notwendig ist, was jetzt die Beherrschung der beiden Sprachen betrifft. Professor Osman, Herr Habert, die Sprache könnte tatsächlich den Austausch behindern oder wie sehen Sie das? Was ist, wie ist die Rolle der Sprache in Ihrem Programm? Ja, also ich denke, dass die Bewerber bei uns, da haben Sie ja vorhin das schon angesprochen, beziehungsweise Frau Eckramer hat es vorhin schon gesagt, dass immer weniger Franzosen und Französinnen jetzt Deutsch lernen wollen. Und das ist für uns natürlich, wir haben dadurch weniger Bewerber für unsere Berufsausbildungen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Also die Leute für uns zu interessieren, mit einem wissenschaftlichen Programm und natürlich mit dieser Sprache. Das ist eine doppelte Herausforderung, weil in unserem Bereich junge Menschen anzuziehen, das ist nicht so einfach. Also in der Elektrotechnik, überhaupt auch im Ingenieurswesen, ist das nicht so einfach, weil die jungen Menschen immer weniger motiviert sind für solche Studiengänge. Ich habe heute Morgen mit Professor Ahmad Osman gesprochen und es gibt tatsächlich ein Motivationsproblem. Vor unserem Bereich haben die jungen Menschen Angst. Und wenn wir jetzt noch mit einer Fremdsprache kommen, dann wird das natürlich noch alles viel komplizierter. Also das ist nicht leicht zu lösen. Aber Ahmad, du hast vielleicht noch etwas, was du sagen wolltest. Ist das im Saarland dasselbe? Also das ist dieselbe Situation in Deutschland. Wir haben nicht wirklich viele Bewerber, die schon mit Französischkenntnissen ankommen. Und in unserem Studienprogramm, das ist ja Elektrotechnik, da gehen die natürlich dann in andere Richtungen, zum Beispiel Tourismus etc.
Also da haben wir schon Schwierigkeiten, was das betrifft. Aber wir versuchen, das zu verändern. Wir versuchen zu sagen, ja, wenn Sie auf internationaler Ebene arbeiten möchten, dann können wir vielleicht frankophone Studierende für uns interessieren. Das ist ja im Moment unser Ansatz. Das heißt, dass wir unsere Studierendengruppen verändern und anpassen. Aber was das Deutsch-Französische betrifft, da ist es wirklich klar, dass es wirklich schwierig ist, eine ausreichende Anzahl von Bewerbern zu haben. Ja, vielleicht kann ich gerade noch etwas hinzufügen, was meinen Beruf betrifft. Ich bin ja Linguistin und wenn man jetzt eine Sprache lernen möchte, dann muss man natürlich früh anfangen. Und was das Deutsch-Französische betrifft, mussten wir jetzt auch zuerst daran arbeiten, hier dieses Elite-Bild ein bisschen zu überwinden. Das heißt, es wäre vielleicht eine Kampagne möglich, nötig, um zu zeigen, dass Deutschland auch Spaß machen kann, dass man dort etwas erleben kann. Denn motivierend ist ja, wie viele junge Menschen zum Beispiel Berlin besichtigen. Aber es ist immer noch so im Bereich der Schule, ist es immer noch relativ schwierig. Also das bleibt schwierig, weil es gibt immer weniger Germanisten in Frankreich. Wir warten auf die neue Generation eigentlich. Wir brauchen die neue Generation, die dann eben mit Leidenschaft die Sprache weitergibt. Ja, und in Deutschland sieht das ähnlich aus. Dass diese deutsch-französische Kooperation, da muss man zeigen, dass das eben gut ist für die jungen Menschen, dass man auf die duale Ausbildung abzielen kann, dass man dadurch eben auch verschiedene berufliche Karrieren sehen kann, Lebenswege sehen kann, dass diejenigen, die schon das Studium abgeschlossen haben, eben auch Chancen aufzeigen, die im anderen Land existieren. Das heißt, die Berufe, die wir gesehen, die man bis zum Abitur sieht und kennenlernt, das sind ja nicht so viele. Also, und dann eine Auswahl zu treffen, da braucht man eigentlich Beispiele. Deswegen arbeiten wir mit Studierenden oder Absolventen, die dann eben erläutern und erzählen, wie sie dazu gekommen sind, im deutsch-französischen Bereich zu arbeiten, wie sie auf die andere Seite der Grenze gekommen sind. Das ist eine Kampagne in den sozialen Medien und wendet sich an junge Menschen, die eben keine anderen Medien mehr konsumieren. Insbesondere, wenn wir das jetzt in der Zeitung machen würden, dann würden wir wahrscheinlich nicht besonders viele Vertreter der Zielgruppe erreichen. Das wären vielleicht Möglichkeiten oder noch andere Ansätze, könnte man so finden, um hier die duale Ausbildung auf allen Ebenen zu fördern, also bis in die Lehre im Hochschulbereich hinein. Ich sehe im Ingenieurswesen auch ein großes Potenzial bei Frauen, junge Frauen. Also wenn man am Ende der Ausbildung, am Ende der Schule die Entscheidung treffen kann, ob man jetzt mit Mathematik weitermacht oder nicht, da gibt es natürlich viele junge Frauen, die sagen, nö, also mir ist es vielleicht doch lieber, eine Sprache zu lernen oder in den Sprachbereich zu gehen. Und wenn sie aber trotzdem Ingenieurswesen etwas machen wollen, haben die dann nicht unbedingt die Qualifikationen dafür hinterher. Und das könnte man vielleicht fördern, dass man sagt, eine Ingenieurinnenkarriere hier fördern. Und das haben wir eben auch an unserer Hochschule gemacht, um eben auch hier die Frauen etwas zu fördern in diesem Bereich. Denn hier haben wir noch wirklich viele Personen, auf die wir noch zurückgreifen können, um die Anzahl unserer Bewerber auch noch zu steigern. Also da haben Sie jetzt etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich alle vier haben es von Ihnen gesagt, die Motivation junger Menschen, eine Sprache zu lernen, das ist ja natürlich nichts Einfaches, aber das ist trotzdem
wichtig, weil es ja das Nachbarland ist. Das ist ein sehr wichtiger Wirtschaftspartner und ich glaube, dass es darum geht, die jungen Menschen hier zu motivieren und eben auch alle Anforderungen, den Bedarf zu schildern, die Möglichkeiten, die es in den Unternehmen gibt. Im Chat gibt es hier eine Bemerkung, die genau darauf abzielt, nämlich kennen die jungen Menschen überhaupt den Ausbildungsbedarf im jeweiligen Nachbarland? Welche Möglichkeiten bieten sich denn dahinter? Und ja, eben auch die Sprache zu lernen, das kann ja eben auch Möglichkeiten eröffnen. Zum Beispiel die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer. Wir haben eine Plattform, die nennt sich Schule Unternehmen. Da gibt es eben Partner wie eben auch die Deutsch-Französische Hochschule und auch das Deutsch-Französische Jugendwerk. Das sind Schüler und Lehrer und wir informieren sie über Praktikumsmöglichkeiten im deutsch-französischen Bereich. Also für Sie alle hier im Raum wäre diese Plattform enthält sehr viele Informationen für junge Menschen. Und ich möchte hier am Abschluss dieser Diskussionsrunde noch etwas Positives sagen, nämlich wir alle können die jungen Menschen motivieren, aber nicht nur die jungen Menschen. Also ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, eben die Eltern zu motivieren und denen auch aufzuzeigen, dass es wichtig ist für die jungen Menschen, oder für ihre Kinder eben die Sprache des Partnerlandes zu lernen, auch für Motivation zu schaffen, für Wissenschaften, für die Berufe im Energiebereich, weil es dort eben viele, viele Möglichkeiten für die jungen Menschen gibt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Herr Pereira, vielleicht zum Abschluss, haben Sie auch Maßnahmen, vielleicht Kommunikationsmaßnahmen oder Motivationsmaßnahmen in Ihrer Institution? Also eben bin ich erschrocken. Ich dachte eben, Sie fragen mich jetzt nach der Lösung für das Ganze. Ja, also ich bin mit allem einverstanden, was gesagt wurde. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, die jungen Menschen anzusprechen. Und wie Sie es gerade gesagt haben, alle jungen Menschen in der Gesellschaft. Also es geht um eine Wissenschaftskultur, um den Stellenwert der Industrie innerhalb der Berufsbildung und auch natürlich Energiethemen. Aber die Gesellschaft muss eben sich dessen bewusst werden, dass es wirklich derzeit gute Karrieremöglichkeiten gibt in Berufen, die eben sich mit den heutigen Themen beschäftigen, mit den Umweltthemen, mit den Klimathemen und das Energiethemen. Und das ist eine Botschaft, die man verbreiten muss. Das ist eben eine Information, die man geben muss. Das heißt, es geht um Kommunikation, um eine Kommunikationsstrategie gegenüber den jungen Menschen oder breiter gefasst alles, was eben die berufliche Orientierung der jungen Menschen betrifft. Also das kann sein beim Mittagessen samstags oder sonntags, dass man mit den jungen Menschen dann spricht. Aber um nochmal auf die Frage einzugehen, ja, also das Ministerium entwickelt Kommunikationsprogramme. Und ich denke, wir müssten da noch weitergehen. Das war auch eine Empfehlung für uns, also dass wir eben einen echten Kommunikationsschock, also im Sinne einer massiven Kommunikation starten und eben auf alle Problembereiche und Themenbereiche hinweisen, die jetzt im Moment für die Gesellschaft wichtig sind. Und also ich denke, dass wenn wir uns hier alle zusammensetzen, dann könnten wir es schaffen. Vielen Dank. Ich möchte noch kurz etwas sagen. Ich würde gerne noch ergänzen, dass wir uns natürlich an ganz junge Menschen wenden und wir tun das schon, also zum Beispiel auch in den Grundschulen, um eben hier Interesse am Deutschunterricht oder für die deutsche Sprache, die deutsche Kultur zu wecken. Also wir werden sehen, ob das Früchte trägt. Und ich möchte noch sagen, dass die Studierenden in unseren Berufsausbildungen mit mittleren Deutschkenntnissen, die eben so bei uns anfangen, da kann man sagen, dass nach ein paar Jahren, also nach 5 Jahren, wenn der Master abgeschlossen ist, manchmal auch schon vorher, sind das dann Studierende, die eben fließend Deutsch sprechen oder beziehungsweise deutsche Studenten, die dann fließend Französisch sprechen.
oder eben französischsprachige Studenten, die fließend Deutsch sprechen. Und das gibt uns doch Mut und das sollte auch den jungen Menschen Mut geben, sich eben zu engagieren und eine solche Berufsausbildung zu beginnen, auch wenn vielleicht sie das Gefühl haben, dass sie die Sprache nicht ausreichend beherrschen. Das sollte eigentlich keinen davon abhalten, zu studieren. Also natürlich ist das dann Arbeit und das muss man vertiefen. Das kommt auch nicht von alleine, da muss man daran arbeiten. Aber wenn man in das Land eintaucht, in das Partnerland, dann kann man es eben auch relativ schnell erlernen. Also dann wünschen wir Ihnen alles Gute dafür. Das wird schon klappen. Vielen Dank an die Teilnehmer an dieser Diskussionsrunde, Herr Berrera, Herr Habert, Frau Eckramer und Herr Ostmann. Sie können natürlich gerne noch hier bleiben. Und wir hören jetzt die Unternehmensseite. Wir haben von Organisationen gesprochen, die jetzt im Hochschulbereich tätig sind. Aber jetzt hören wir uns an, was die Unternehmen dazu sagen. Unternehmen, die im Energiebereich junge Menschen einstellen. Also welche Unternehmen stellen im Energiesektor ein und welche Maßnahmen gibt es, um junge Menschen zu sensibilisieren für die Zukunftsbranche? Und zwar Frau Katrin Krah, CEO Store Energy Germany and UK, Luc Poirier, Präsident der MCPHY Frankreich und Herrn Frank Reinhard Hager, Training Development Manager Germany Human Resources. Also vielen Dank, dass alle von Ihnen gekommen sind. Ladies first noch einmal. Ich möchte jetzt alle kurz darum bitten, Ihr Unternehmen vorzustellen. Das können Sie natürlich besser als ich, weil Storengy ist ein Unternehmen, das sich wirklich mit Energie beschäftigt. Frau Grass, Sie haben das Wort. Also vielen Dank. Ich werde ganz kurz präsentieren, was wir bei Storengy machen. Bevor ich hier jetzt in das Detail gehe, möchte ich nur kurz sagen, dass wir zu einer Gruppe gehören, die eine große Gruppe in Europa ist, die NG heißt. Da gehören wir also dazu. Und wir sind verantwortlich innerhalb dieser Gruppe für alles, was im Bodenbereich, im Unterbodenbereich, also im Gasbereich passiert. Wir haben vier unterirdische Lager. Und wir sind der fünftgrößte Akteur auf diesem Markt, der sehr zersplittert sind. Sie sehen hier unsere Lagerstandorte. Das sind kleine Industriestandorte, klein im Sinne der Teamgröße, aber groß, weil es sich hier um Ausrüstungen handelt, die schon relativ groß sind und eine große Tragweite haben und auch sehr, sehr komplex sind. Das sind also hohe Investitionen, die damit verbunden sind. Also das ist unsere derzeitige Aktivität, die Gasspeicherung, die unterirdische Gasspeicherung. Wir haben drei große Aktivitätsbereiche. Zum einen Speicherung von Gas, dann Transformationen in die Speicherung von Wasserstoff. Wir bereiten das vor. Das ist ein langfristiges Projekt, aber wir arbeiten hier schon an Forschungs- und Entwicklungsprojekten und daneben sind das noch Zusätze, wenn es um grünes Gas geht, also insbesondere Biomethan, Biogas und synthetisches Methan. Und das tun wir auch für andere Unternehmen, denen wir Services anbieten. Und dann sind wir noch Third Party, also bieten wir noch weitere Dienstleistungen an. Das ist natürlich ein interessanterer Bereich. Das war jetzt eine ganz kurze Vorstellung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Krah. Jetzt machen wir erstmal weiter. Herr Poirier. Also ich weiß nicht, sollte man hier wirklich die englische Sprache nutzen, um zwischen Deutschen und Franzosen zu kommunizieren? Ja, es geht hier also im Prinzip um Materialien, wasserstoffbasierten Materialien. Wir sind ja ein Unternehmen, das aus der Forschung hervorgegangen ist vor etwa 15 Jahren. Also vielleicht nicht so wie Storengy, aber wir sind eben auch ein technisches Unternehmen und wir hoffen also wirklich auf die Wiedergeburt der französischen Industrie und natürlich auch dekarbonisierter Wasserstoff.
Wir haben ein europäisches DNA, darüber werde ich noch was sagen. Wir sind allerdings auch ein deutsches und italienisches Unternehmen. Das ist natürlich auch für die jungen Menschen, die von uns eingestellt werden, interessant. Wir sind zu Hause in der Entwicklung und Umsetzung von Elektrolysegeräten, also ein Ausrüster, Elektrolysegeräte, kleine für die Metallindustrie oder Blechverarbeitung und größere für Raffinationen und große Akteure im Chemiebereich. Also dann, wir machen auch das Starter-Kit des 24-Stunden-Rennens in Le Mans und dann eben auch für große Straßenachsen. Wir haben auch investiert in wasserstoffgetriebene Taxis. Ich hoffe, das nutzen Sie in Paris, da, also, um nicht abzuhängen von den Raffinerien. Wir haben ein europäisches Wachstumsmodell mit einer historischen Präsenz in der Region Rhône-Alp, aber auch in der Nähe von Florenz. Das heißt also, unsere Industrie ist in historischen Regionen niedergelassen. Und dann haben wir ein Kompetenzzentrum. Also das ist im Prinzip ein Teil unseres Gehirns in Wildau in der Nähe von Berlin. Mit einem Engineering, Forschung und Innovationszentrum, das die großen Elektrolysegeräte steuert, die ja im Prinzip Kernstück unserer Geschäftstätigkeit ist. Wir haben ein steiles Wachstum unserer Geschäftstätigkeit. 2021 sind wir jetzt schon fast bei 200, also Wachstum um 30-40% pro Jahr. Das teilt sich auf zwischen den drei Ländern, Frankreich, Deutschland, Italien. Ein Altersdurchschnitt von 31 Jahren. Also das macht aus mir natürlich den Dienstältesten. Ich bin wirklich ein alter Mann hier in diesem Universum der jungen Menschen, die zu uns kommen, also die auch eben eine Betätigung oder eine Tätigkeit in der Industrie suchen. Wir befinden uns in einem Ökosystem. Wir gehören nicht zu einer großen Gruppe, aber sind Partner von drei großen Industriegruppen. EDF, das kennen ja alle, ECNIP, also kennen ebenfalls alle, und Chart, das ist ein amerikanischer Akteur, der marktführend ist in seinem Bereich und also auch insbesondere Unternehmen in Frankreich unterstützt. Unsere Strategie ist ausgerichtet auf Technologie, also unabhängig ob man eine Ingenieursausbildung hat oder nicht, muss man wirklich leidenschaftlich von Technik begeistert sein. Wir wollen die europäische Industrie wettbewerbsfähig machen, auch in Anbetracht der Herausforderungen in Verbindung mit China. Also ich denke da auch an Photovoltaik. Wenn die Europäer sich diesen Herausforderungen nicht stellen, wenn wir dann nicht auf der Höhe sind, diese großen Industriegruppen sind auch zum Beispiel im Bereich der Raffination, aber auch der Eisenhüttenindustrie, der Chemie an unserer Seite, weil sie nach Dekarbonisierung suchen. Die Mobilisierung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Also ich denke da auch an Airbus. Und last but not least, unsere Teams, also die Männer und Frauen in unserem Unternehmen, die der Schlüssel zum Erfolg sind und die wirklich alles dafür tun, um unser Unternehmen erfolgreich in den Hafen zu bringen. Ja, das ist sehr gut. Vielen Dank, Herr Poirier. Herr Reinhardt, wir gehen jetzt ins Saarland. Ich muss natürlich immer meine saarländische Herkunft hervorheben. Haga ist ein saarländisches Unternehmen mit Sitz in Blieskastel, aber natürlich auch sehr stark in Deutschland vertreten. Haga ist ein Industrieunternehmen der Elektrotechnik, aber Sie haben auch Aktivitäten im Energiebereich. Herr Reinhardt, welche sind das?
Ihr Mikrofon muss angeschaltet werden. Das ist hilfreich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich möchte das gleich ein Stückchen korrigieren. Natürlich haben wir einen Sitz in Blieskastel im Saarland. Das ist auch ein Stück unserer Geschichte. Wo wir gestartet sind, sind wir sehr, sehr schnell auch nach Frankreich. Also in unserer Unternehmensgeschichte, 2 Jahre nach Gründung in den 50er Jahren, waren wir auch schon in Frankreich präsent. Und das sind auch so für uns zwei tragende Märkte. Um uns vorzustellen, vielleicht die einfachste Variante ist immer, gehen Sie nach Hause zu Ihrem Sicherungskasten, machen Sie den mal auf und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Ihnen da Produkte aus unserem Haus entgegen zu zeigen sind. Nicht ganz so schnell. Entschuldigung, nochmal zurück mit der Folie, bitte. Das ist das, was wir machen, wo man uns vielleicht auch für kennt, ist das Thema so Gebäudeinstallation im Bereich von Elektrotechnik. Was uns aber antreibt und um auf Ihre Frage einzugehen, was das mit dem Thema Energie zu tun hat, da ist, finde ich, diesen Spruch von unserem Vorstandsvorsitzenden, dem Herrn Daniel Hager, sehr gut, dass wir also ein Familienunternehmen sind, Shaping Tomorrow's Electrical World to make people's life on our planet safer, cleaner and more enjoyable. Warum? Dekarbonisierung ist ein ganz wichtiges Schlagwort. Was bedeutet das? Wir brauchen ja nach wie vor Energie. Und dann ist es klar, dass diese Energie elektrisch ist. Jetzt hat sich das in der Vergangenheit ja immer stärker herausgebildet, dass elektrische Verbraucher nicht nur Industrien sind, an die man viel denkt, sondern Wohngebäude immer mehr Zweckgebäude immer mehr auch tatsächlich zu großen elektrischen Verbrauchern werden. Einfaches Beispiel, 1 Million E-Fahrzeuge in Deutschland unterwegs, die Leute steigen morgens um 8 ins Auto, fahren auf die Arbeit, kommen dann um 6 zurück und 1 Million E-Fahrzeuge stecken gleichzeitig ihr Auto zum Laden in ihre Ladesäule zu Hause. Was das für eine Energieinfrastruktur bedeutet, kann man sich ausmalen, auch wenn man so wie ich Nicht-Techniker ist. Und dafür muss es Lösungen geben. Also die nächste Folie zeigt dann eigentlich auch ganz schön, was eines unserer Themen ist, in denen wir ganz massiv investieren und wachsen. Jetzt hätte ich gerne die nächste Folie. Entschuldigung. Und das ist das Thema intelligente Gebäudetechnik und Gebäudesteuerung oder auch das Thema Energiemanagement, haben wir vorhin schon gehört, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. Warum? Weil die beste Energie ist immer noch die, die gar nicht produziert werden muss oder die dann produziert wird, wenn sie auch tatsächlich genutzt wird. Mache ich auch wieder ein Beispiel deutlich. Sie gehen morgens auf die Arbeit, packen noch Ihre Wäsche in die Waschmaschine. Was macht man? Man macht sie an und dann läuft halt morgens die Waschmaschine. Intelligenter wäre es natürlich, dass die Waschmaschine zum Beispiel dann läuft, wenn die Photovoltaikanlage auch gerade auf Höchstleistung ist und Sie sozusagen jetzt nicht erst Ihre erzeugte Energie einspeisen, um sie nachher wieder aus dem System zu ziehen. Sie eben bewusst, dass das auch Verluste mit sich bringt. Und sowas erreichen Sie durch intelligentes Zuhause. Also das Thema Smart Home ist weitaus mehr als nur eine Alexa zu animieren, das Licht aus- und anzumachen oder einen bestimmten Musiktitel abzuspielen. Das spielt auch in solchen Bereichen natürlich eine wichtige Rolle. Und da kommen wir so zu unserer Kerntechnik. Was hängt in jedem Haus? In jedem Haus hängt eine Schaltschrank, heutzutage Technikzentrale genannt. Da laufen alle elektrischen Verbraucher zusammen und die müssen wir intelligent machen. Und das ist ein Gebiet, in dem wir uns tatsächlich auch im Gebäudebau, aber auch im Zweckbau, also Büros, Hotels, Kaufhäuser und ähnlichen, aufhalten, um halt dort ein intelligentes Energiemanagement zu gewährleisten mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten, über die man nachdenken kann, was man alles machen kann. Na, stellen Sie sich einfach vor, dass Ihre Siedlung energieautark ist, ne? Also theoretisch heute absolut machbar, solange die Einzelnen vernetzt sind, bedeutet, man ist dann auch unabhängig von anderen Energieherstellern. Da kann man jetzt episch drüber reden, welche Möglichkeiten es gibt. Ein zweites Segment, in dem wir auch unterwegs sind, das ist dann so die nächste Folie, die ich gerne ganz kurz zeigen möchte. Ist natürlich, Sie sehen hier eines unserer Kernprodukte, E3DC ist eine Firma, die wir erworben haben, die im Bereich Energy Storage, also Energiespeicher für zu Hause sind. Ich komme nochmal auf mein E-Auto-Ladebeispiel zurück. Also es ist wesentlich attraktiver für unsere gesamte Elektroinfrastruktur, wenn das Auto dann eben nicht aus dem allgemeinen Stromnetz geladen wird, sondern einfach zum Beispiel aus dem zu Hause vorhandenen Speicher, der tagsüber über Solarenergie gut geladen worden ist. Dadurch tragen wir natürlich auch zur Stabilisierung bei. Und es ist klar, wenn man solche Peaks generiert, ne, dass dann das auch nicht mehr über grüne Energie gewährleistet werden kann, sondern dann laufen eben Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke oder gegebenenfalls sogar Atomkraftwerke nochmal
an. Und das ist der Bereich, in dem wir unterwegs sind, in dem wir unsere Zukunft auch tatsächlich sehen. Das ist ein sehr, sehr starker Wachstumsbereich und in dem wir natürlich, um jetzt also auch diese Veranstaltung zurückzukommen, auch unsere Mitarbeiter, unsere Auszubildenden, unsere Studenten, unsere Ingenieure fit machen müssen. Das ist nämlich der Punkt. Also intelligente Produkte im Bereich Energieeffizienz oder Smart Living, da entstehen ja ganz viele Innovationen. Das geht ja alles ganz schnell, neue Kompetenzen. Dadurch ändert sich die Ausbildung, dadurch ändern sich oder verändern sich Berufe. Können Sie Beispiele nennen in Ihrem Unternehmen, wie sich Berufe jetzt verändert haben und vor allem ja im Bereich Energiesektor? Ja, bestimmt. Ich bin noch im Redefluss. Also was zum Beispiel ein duales Studium ist, dass wir vorantreiben, ist das Thema Digital Engineering. Warum? Weil sie eine Schnittstelle heutzutage brauchen zwischen klassischen auch Elektroingenieursberufen und auch IT-Kompetenzen, starken IT-Kompetenzen. Auch wieder am einfachen Beispiel, ich möchte natürlich nicht, dass mein Nachbar zu Hause bei mir, weil er sich reingehackt hat, die Heizung rauf und runter dreht, Rollläden auf und zu macht oder noch schlimmere Dinge tut. Das heißt, sie haben eine unglaubliche Verknüpfung mit diesen intelligenten digitalen Systemen, die sie als guter Elektroingenieur entwickeln, die aber auf der anderen Seite das Thema IT-Sicherheit natürlich eine Rolle spielen. Sie haben Apps, die sie dann programmieren müssen und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt's ein Aufbrechen der klassischen Berufsbilder und das Hinzufügen von weiteren Kompetenzen, die jetzt vielleicht vor 10 Jahren in diesen Berufsbildern noch gar nicht notwendig gewesen sind, um mal so ein Beispiel zu nennen. Storingy et McPhee. Alors, des nouveaux métiers. Storingy und McPhee, wie gibt es da neue Kompetenzen? Also, Herr Poirier, Sie haben ja auch über die Herausforderung gesprochen, junge Menschen zu finden, die in der Industrie arbeiten wollen. Also, vor welchen Herausforderungen steht da auch das Personalmanagement? Ja, da gibt es eine doppelte Herausforderung. Also das ist sicherlich nicht dieselbe Tradition in allen Regionen in Frankreich, was die Integration junger Menschen in die Industrie anbelangt. Auch wenn ich jetzt verstanden habe, dass das auch in Deutschland nicht mehr so leicht ist. Also da gibt es vielleicht so eine Art Umkehr. Jetzt kommt endlich die Lehrausbildung in Frankreich in Mode. Aber da gibt es sicherlich traditionell auch Schwierigkeiten. Wir haben mehr als 200 Ingenieurschulen in Frankreich und diese Ingenieurschulen versuchen natürlich also vor allen Dingen ihre Studenten in Richtung Finanzen auszubilden. Und wir müssen ihnen ganz einfach zeigen, dass die Industrie einiges zu bieten hat. Also Wasserstoff, das ist ja das goldene Zeitalter der Ingenieure. Ich meine, wir hatten im 17. Jahrhundert andere goldene Zeitalter, die unsere Länder ja im Prinzip dann auch aufgebaut haben. Bei Wasserstoff haben wir noch eine Besonderheit übrigens. Also es gibt kein Spezialgebiet Wasserstoff. Also bei BMW oder mit einer Schule in Belfort sind wir dabei, am Master Wasserstoff aufzubauen, aber dann gibt es zum Beispiel Elektrotechnik, Mechanik, Chemie. Es gibt also etwa 15 übergreifende Kompetenzen, die alle Bereiche betreffen werden. Es wird also sehr schwierig sein, das alles zu erfassen, wenn Sie an diesem Thema interessiert sind. Also unser Verein heißt Frankreich Wasserstoff, France Hydrogène. Wir haben 84 Berufe erfasst in diesem Zusammenhang. Also das müssen wir zum Beispiel auch mit Storingy teilen. Und bei diesen 84 Berufen sind 17, die unter Spannung stehen. Also 17 Berufe, wo es uns schwerfällt, junge Menschen zu begeistern. Also ich habe da auch die Liste. Also wir haben erstmal die Schweißer hier, die berühmt-berüchtigten Schweißer für Frankreich. Die fehlten ja auch in der Kernindustrie. Dann Mekatronik oder Bewertungsbeauftragter, Zertifizierungsbeauftragter, Mechaniker, Bauleiter. Also 17 Berufe und damit sind wir nicht am Ende. Und um das ganz klar auch in Bezug auf unser Unternehmen hier zum Ausdruck zu bringen, also wir haben Kompetenzen in drei großen Bereichen, also Industrie, erstmal natürlich die Werke, aber auch die Entwicklung von Produkten,
Innovation und Forschung und Entwicklung, aber auch die Personen, die im Produktionsbereich arbeiten oder die Inbetriebnahme gewährleisten. Also das ist auch äußerst kompliziert, die Inbetriebnahme. Da empfehle ich, also wir haben hier 109 Personen, die zuhören, und wenn da jemand vielleicht also einen jungen Menschen motivieren kann, also ein wunderbarer Beruf heute ist auch derjenige, der die Anlage in Betrieb nimmt. Also ein Elektrolysegerät oder eine Station in Betrieb nehmen, das ist einerseits sehr schwierig, da Personal zu finden. Und das wäre jetzt also nur ein Beispiel unter anderem. Ja, ich weiß nicht, Katrin, wie sieht das bei dir aus in Deutschland? Ja, wir haben zwei Herausforderungen bei uns. Wir haben erst einmal eine Generation von Personen, die also zu uns gekommen sind in den 90er Jahren, also Speicherung, unterirdische Speicherung. Und wir sind jetzt im Prinzip dabei, den Stab weiterzugeben. Und andererseits gibt es natürlich neue Erwartungen auch. Wir haben also jetzt viele Personen, die entsprechende Kompetenzen haben, aber wir müssen natürlich auch neue Berufe vorbereiten. Also zum Wasserstoff, das wurde ja schon gesagt, Luc. Also es gibt wirklich hier einen Bereich, der auch zum Beispiel im Gasbereich mitzufinden ist. Und da muss man also wirklich versuchen, neue Profile zu finden. Jemand, der an den Anlagen, Gasanlagen, zum Beispiel Industriegasanlagen gearbeitet hat, also mit Wasserstoff zu arbeiten, ist das nicht unbedingt dasselbe, aber man kann sich in diesem Bereich vielleicht einarbeiten. Wir müssen also versuchen, hier diese Ähnlichkeiten hervorzuheben und dann auch versuchen, Leute zu motivieren, um die Mitarbeiter weiterzubilden, die schon in diesen Bereichen tätig sind. Wir dürfen uns aber nicht irren. Die Integration der neuen Generation erfordert auch, dass wir mehr Frauen einbeziehen, also neue Profile, dass also die neuen Mitarbeiter jünger und femininer sind. Das ist ebenfalls eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir müssen also nicht nur einstellen, sondern auch versuchen, natürlich die Leute so zu begeistern, dass sie bei uns bleiben wollen. Vielleicht, um das ein bisschen abzurunden oder noch zu ergänzen, was ich rausgehört habe und was auch für uns wichtig ist, ist das Thema Beratung. Das hängt damit zusammen, dass junge Menschen, die werden von ihren Eltern beraten, wenn es um ihre Berufsbildung geht. Die werden teilweise von ihren Lehrern beraten, die werden auch manchmal von Instituten beraten, die aber nicht immer auf dem Stand der Zeit sind. Das kann man von Eltern auch nicht erwarten. Also diese neuen Berufe oder diese neuen Berufsentwicklungen und diese Veränderungen von Berufen haben diese Berater nie mitbekommen. Das ist was wir sehr stark erleben ist und sehr häufig auch erleben. Da kommt dann, bewirbt sich bei uns jemand für ein bestimmtes Berufsbild. Und dann fangen wir an, erstmal zu beraten, was er eigentlich alles tatsächlich machen kann. Und dann wird ganz schnell mal aus jemandem, der Industriemechaniker werden wollte, ein Mechatroniker, weil er einfach feststellt, dass er da viel mehr Möglichkeiten hat, was ihm vorher nie so bewusst gewesen ist. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Auftrag für uns als Unternehmen, dass wir noch stärker präsent machen für junge Leute, welche Perspektiven bieten sich dir eigentlich, wenn du auch zum Beispiel in eine bestimmte duale Ausbildung gehst, welche Perspektiven bieten sich dafür? Wie sieht der Beruf eigentlich tatsächlich aus, jenseits von dem Einseiter, den du vielleicht beim Arbeitsamt, bei der Agentur für Arbeit siehst? Und das müssen wir noch stärker transparent machen. Ich bin auch sehr froh, vorhin gehört zu haben, dass es da ja auch von anderer Seite sehr viel Engagement gibt in sozialen Medien, die sozialen Medien zu nutzen, um das stärker transparent zu machen und da auch die Attraktivität von solchen Berufen zu zeigen. Genau, das ist ein guter Punkt. Wie sensibilisieren Sie Jugendliche für Industrieberuf und Ausbildung? Sie haben gesagt, Sie beraten Jugendliche. Kommen die zu Ihnen ins Unternehmen oder was machen Sie, um, wie gesagt, die jungen Menschen für die Industrie und auch ihr Unternehmen zu begeistern? Einladen.
Um es ganz kurz zu sagen, wir laden Sie ein. Es gibt so Dinge bei uns im Saarland lange nach der Industrie, wo man also junge Leute einfach einlädt und sagt, erlebt doch mal Industrie, kommt zu uns, wir machen die Werkstore auf, guckt dir das an. Wir haben Tag der offenen Türe, wir sind in den Schulen, wir sind in den Universitäten, wir sind, wo wir sein können, wir sind natürlich auch auf Messen vertreten und versuchen so dieses angestaubte Bild von Arbeit in Industrie, dass man also jeden Abend schmutzig und gebückt nach Hause kommt, zu entkräften, zu sagen, das ist nicht so, ne? Das war vielleicht vor hunderten von Jahren so, aber Industrie hat heute ein ganz anderes Bild und erst recht Industrie in dem sehr, sehr spannenden Bereich, in dem wir uns hier bewegen können. Das bietet ja auch ganz andere Perspektiven. Und dazu müssen wir raus und dazu müssen wir investieren und müssen da sein und die Leute dort abfangen, wo sie auch tatsächlich sind. La longue nuit d'industrie, je suis sûr, ça n'existe pas. Ja, die lange Nacht der Industrie gibt es, glaube ich, nicht in Berlin. Aber Storengy hat da ja auch solche Initiativen aus der Taufe gehoben, um junge Menschen zu begeistern. Ja, das entspricht dem, was wir gerade gehört haben. Also wir müssen die Leute wirklich auch einladen an unsere Standorten. Also es gibt eben auch Leute, die vielleicht die Industrie schon kennen, aber wir müssen sie auch überzeugen. Also oft ist es ja so, dass wir weit entfernt sind von großen Lebenszentren, Ballungsgebieten. Und wir müssen versuchen, Leute zu begeistern am Standort, also zu zeigen, dass das alles grün ist, dass wir unsere Standorte entsprechend managen, benutzerfreundlich managen. Also wirklich, um zu zeigen, dass die Berufe von morgen attraktive Berufe sind. Ich glaube, dass wir da auch ein Glück haben, denn die Themen, rund um die wir arbeiten, also erneuerbare Energien, das interessiert die jungen Menschen. Wir haben auch über die sozialen Medien gesprochen. Das ist ebenfalls ein Mittel, um Informationen weiterzugeben und ein bestimmtes Abbild zu vermitteln von den Berufen, die wir anbieten. Also diese ganze Thematik ist wichtig, um das, wie gesagt, um zu kommunizieren mit den jungen Menschen. Herr Poyer, ja, die Einladung zum Standort ist natürlich wirklich ein wichtiger Punkt. Das ermöglicht es den Franzosen vielleicht, das auch ähnlich wie die Deutschen zu machen, also dezentralisiertere Strukturen aufzubauen. Ich denke an Grenoble. Also ich habe da eine Frau getroffen, die jeden Tag Anzieh Grenoble mit dem Fahrrad macht. Das heißt also wirklich, die Leute kommen in Bewegung und tun einiges. Und also wir haben auch kein Problem mit den Besuchen. Die Leute kommen in unser Unternehmen bei McPhee. Es gibt vielleicht auch noch drei andere Instrumente. Also erst einmal das Dualsystem. 50% der Lehrlinge oder der Auszubildenden, die wir aufnehmen, bleiben dann im Endeffekt auch im Unternehmen. Dann haben wir gekreuzte Azubis, also zwischen Deutschland und Frankreich. Das sind neue Erfahrungen. Und dann haben wir Partnerschaften mit Hochschulen im Norden. Also der Club ETI, das ist eine Struktur, die es ermöglicht, mit mittelständischen Unternehmen zusammenzutreffen und Hochschulen, um dann auch darüber nachzudenken, wie man bestimmte Kosten abfangen kann. Also morgen zum Beispiel wird so eine Veranstaltung stattfinden. Und dann zu nennen wäre auch die Patenschaft. Also wir versuchen im Prinzip, den jungen Menschen ans Herz zu legen, selbst Freunde anzuwerben. Also wir verleihen da auch einen Preis in diesem Zusammenhang. Also das Wort Engagement, was es ja auch im Deutschen gibt, also Engagement im CSR zum Beispiel, das führt dazu, dass die jungen Menschen auch Motor unserer heutigen Überlegungen sind. Also wir sind ja noch nicht am Ende mit Fragen wie Dekarbonisierung und so weiter. Und da sind sie wirklich sehr engagiert in diesen Bereichen. Was wir bei uns auch immer wieder nutzen,
Also am Standort Berlin und Hannover in der Nähe unseres Geschäftssitzes. Also Werkstudenten, das ist eine Vertragsform, die wir für die Master-Ausbildungsgänge auch nutzen, wenn das also alles gut läuft. Wenn also auf beiden Seiten im Prinzip Einvernehmlichkeit besteht, dann kann das natürlich auch für die Mitarbeiter sehr attraktiv sein, dass sie dann eingestellt werden. Wir haben natürlich nicht alle Mittel in der Hand, um auch Masterstudenten anzuziehen. Aber auf alle Fälle sind das sehr engagierte, dynamische junge Menschen. Und ich denke, also es ist sehr interessant. Und die Studenten waren nicht immer in einer einfachen Lage. Und es ist also wirklich eine Art Win-Win-Situation. Ich weiß nicht, ob die verschiedenen Verantwortungsträger aus dem Bildungsbereich, aus den Bildungsministerien hier dabei sind. Warum gibt es also diesen Werkstudentenvertrag nicht in Frage? C'est pas très compliqué, de ce que j'ai compris. Et effectivement, mon équipe de ressources humaines m'a demandé de poser la question. Donc je fais. Parce que ces forums, ça sert aussi à trouver des bonnes idées. Also, das sind ja auch Foren, die es ermöglichen, neue Ideen zusammenzutragen. Und Katrin und ich, wir sind uns da völlig einig. Also, da hat man in Deutschland wirklich eine sehr gute Idee gehabt und die sollte man vielleicht dann auch in Frankreich mit verwurzeln. Ist vielleicht ganz wichtig, ein ganz wichtiger Rekrutierungskanal. Wir haben ein Werk in Ottfingen, da haben wir eine Situation, dass auf einen Auszubildende zwei offene Ausbildungsstellen kommen, ne, in dieser Gesamtregion. Also dort Auszubildende zu finden, ist schwierig. Unser wichtigster Rekrutierungskanal dort sind tatsächlich Praktikanten, Schulpraktikanten. Ja. Das war in der Covid-Zeit hat uns das sehr, sehr große Probleme bereitet, weil das da nicht möglich war. Aber das ist unser wichtiger Rekrutierungskanal, denn in dem Moment, wo Sie die Leute das erste Mal bei sich im Unternehmen haben und sie einfach kennenlernen, dass die ganzen Klischees nicht stimmen, das ist ein leichter Schritt zu sagen und sie dafür zu begeistern, nachher auch ihre Karriere bei der Hager Group zu machen. Wenn sie bei uns sind, dann haben wir auch, also wir haben eine Übernahmequote von weit über 90%. Das heißt, weit über 90% der Personen, die bei uns eine Ausbildung machen, bleiben auch im Unternehmen. Schulpraktika, also ein wichtiger Baustein, um junge Menschen, um Schüler für ein Unternehmen zu interessieren, eine Branche zu interessieren. Da wieder weise ich auch auf unsere Plattform hin, Ecole Entreprise. Dort können Schüler und Schulen Unternehmen besichtigen, Schulpraktika finden. Und ich denke, das ist ja für alle, die hier in der Konferenz sind, für Unternehmen, Schulen, Institutionen, Schüler eine wichtige Plattform, um, wie gesagt, Unternehmen, die Unternehmenswelt kennenzulernen. Ça c'est aussi dans une question de chat. Das ist eine weitere Frage im Chat. Kann man hier also Videokonferenzen organisieren, um die Möglichkeiten auch bekannt zu machen für junge Menschen? Ja, ich weise nochmal darauf hin, dass die Unternehmensplattform diese Möglichkeit bietet für junge Menschen, um sich mit der Industriewelt bekannt zu machen. Eine weitere Frage im Chat. Welche Möglichkeiten gibt es, um Frauen zu überzeugen, in der Industrie zu arbeiten? Und was machen Sie konkret jetzt, Frau Gra, in diesem Sinne? Sie sind ja selbst auch in einer solchen Position. Was machen Sie konkret oder auch Sie, Herr also Reinhardt oder Herr Poirier, um Frauen, wie gesagt, anzuziehen? Was machen Sie? Also in Deutschland, da habe ich etwa 27% Frauen. Das ist nicht viel. Und unser Schwesterunternehmen in Frankreich, die sind bei 35%, was auch noch nicht so rühmlich ist. Also wir haben viel vor uns. Wir müssen auf allen Ebenen arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ich habe offene Stellen. Also ich biete die selbst aus in den sozialen Medien an, also als Frau schon einmal. Es sind, ich wende mich spezifisch an Frauen, aber trotzdem haben wir vielleicht eine Kandidatin, eine Bewerberin für 20 und 20 Männer als Bewerber.
Also das bedeutet, dass wir eben ein positives Bild vermitteln müssen, ja, was die Arbeit betrifft im Industriebereich oder im Energiebereich. Das ist natürlich etwas, wo wir einen langen Atem brauchen, wo wir immer weiter daran arbeiten. Also wir leisten da schon vieles oder wir versuchen schon vieles, aber wir haben noch keine guten Ergebnisse erzielt. Und ich denke, wir müssen die Grundlage legen, wirklich bei den Werkstudenten, weil da habe ich wahrscheinlich mehr Frauen und da würde ich das Ziel dann ansetzen, mit meinem Ziel ansetzen, dass man diese Frauen, die da sind, dann auch behält, dann auch bindet. Also ich habe keine Wunderlösung. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns kontinuierlich anstrengen, um ja von 25% auf 40% zum Beispiel zu kommen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Ich denke, das ist ja auch eine Kulturfrage. Also wir kommen leider aus einer Kultur, in der es so bestimmte Klischee- und Rollenbilder gab. Und der Mann geht in die Fabrik, ne? Also um da so ein ganz altes Bild zu gebrauchen. Und das so eine Kultur zu verändern, das ist nichts, was man mit von jetzt auf gleich macht. Das geht mit ganz viel Beratung, mit ganz viel Information. Das machen wir, wenn wir in die Schulen gehen. Das machen wir auch. Wir haben verschiedene Testimonials, Videos mit Mitarbeiterinnen gedreht, die in typischen Männerdomänen ihre Ausbildung, ihr Studium machen, um einfach aus ihren Berichten oder ihnen die Möglichkeit zu geben, darüber zu berichten, um zu zeigen, dass das keinen Unterschied mehr macht. Also es gibt keinen Grund mehr, wo man sagen kann, das ist ein Beruf, der muss von einem Mann ausgeführt werden, einer Frau. Das sind alles veraltete Bilder. Nur das zu durchbrechen, dauert ein Weilchen. Das können wir durch ganz viel Information, nochmal Information tun. Wir haben schöne Erfolge. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, aber wir haben schöne Erfolge von zum Beispiel eine Verfahrensmechanikerin im Bereich Kunststoff-Kautschuk, die wir ausgebildet haben, die also wirklich da in der Halle gestanden hat, die mittlerweile ihr Studium in dem Bereich macht, auch zu zeigen, dass es dort auch Perspektiven gibt. Also mit dem Ende der Ausbildung, mit dem Bachelor oder auch mit der, ist ja nicht das Ende der Karriere gemeint, sondern auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten man danach hat, sich weiterzuentwickeln, in bestimmte andere Positionen, Funktionen zu gehen. Das ist ganz viel Aufklärungsarbeit. Das ist Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation. Ich habe einen etwas anderen Ansatz, der aber trotzdem dazu passt. Ich glaube, dass es zwei Probleme gibt, ein Flussproblem und ein Bestandsproblem. Also das Flussproblem, das bedeutet, dass 10% der Absolventen von Ingenieursschulen Frauen sind. Also um hier einmal auf 25% zu kommen, das, und selbst 25 ist nicht so viel, aber das ist natürlich schon schwierig zu erreichen, wenn man bei 10% steht. Das heißt, wir müssen wirklich an die Hochschulen gehen, an die Schulen gehen. Wir müssen informieren und das wird nicht schnell gehen. Also wir müssen die jungen Frauen im Sekundarbereich, müssen wir sie informieren und ja, sie dazu bringen, dass sie weitermachen. Und natürlich bei den Neueinstellungen immer nach Bewerberinnen suchen und nicht nur die männlichen Bewerber uns anschauen. Was den Bestand betrifft, das ist der Bestand im Moment bei uns ist so, dass wir in der Verwaltung 50% Frauen haben. Wir waren da sogar mal bei 6 von 10. Es gibt da ein etwas merkwürdiges französisches Gesetz, das Männer daran gehindert hat, zu kündigen damals. Aber ich glaube, ich halte das für sehr wichtig, dass man auf der Leitungsebene Frauen hat. Und das ist das, die Kulturänderung und die Veränderung, die wir brauchen. Denn diejenigen, die diese Stellen besetzen, das sind alles Männer. Das heißt, hier ist das natürlich eine Perspektive. Es gibt Meetings, eine Nachverfolgung. Das alles benötigen wir, um ständig über dieses Problem zu sprechen. Um junge Menschen zu motivieren und auch Frauen zu motivieren, das möchte ich hier noch einmal unterstreichen. Da könnte man auch darauf abheben, dass man eben hier Berufe hat, die sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen, weil das ist ja ein Thema, für das sich junge Menschen und vor allem auch Frauen viel stärker interessieren. Das könnte natürlich hier ein Ansatzpunkt sein, um mehr junge Menschen und auch mehr Frauen für die Energieberufe zu interessieren und eben um die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Vielen Dank, Frau Graf, Herr Poirier und Herr Reinhardt für diesen interessanten Austausch. Wir kommen jetzt zur dritten Diskussionsrunde. Hier begrüße ich, hier geht es um den Austausch von Beispielen.
für Weiterbildung und Ausbildung im Energiebereich. Und ich heiße willkommen Herrn Max Jungans von Young Energy Europe und von Energy Scouts in Europa, Monsieur Herrn Jakob Flechtner, Projektleiter Unternehmensnetzwerk Klimaschutz von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Und das ist praktisch die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die in Berlin ansässig ist. Und dann Frau Sandra Kleiss, Manfred Huber vom Campus Lumière Intelligente et Solutions d'éclairage durable in Lyon und Offenburg. Donc, bienvenue et guten Tag. Wir beginnen mit Herrn Flechtner. Der DJK hat ein Unternehmensnetzwerk Klimaschutz aufgebaut. Können Sie uns bitte erläutern, was das Projekt umfasst, was das Ziel dieses Netzwerks und wie ist es entstanden, Herr Flechtner? Bonjour, Monsieur Dame, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir das hier kurz mal vorstellen können und wir wollen sozusagen mit Hans Junghans auch das spezielle Projekt Energiescouts, was wir uns sozusagen teilen. Zu unserem Unternehmensnetzwerk Klimaschutz vielleicht ein paar Worte. Vielleicht können Sie die Folie einen weiterklicken. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich will mal ein Stichwort heraussuchen, was Sie auf dieser Folie finden. Und das ist das Thema Klimaschutz-Know-how. Ich glaube, das ist, und das zeigt auch die aktuelle Energiekrise, eine der grundlegenden Herausforderungen, die wir eigentlich in der Wirtschaft haben, dass das Know-how, was wir brauchen, um die Klimatransformation zu schaffen, natürlich könnte man sagen, in den Unternehmen noch nicht in dem Umfang vorhanden ist, wie man das braucht, um vor allem die Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch auf europäischer Ebene, mit der Geschwindigkeit zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben. Und wir versuchen als Plattform, Unternehmen zusammenzubringen und den Austausch zwischen Unternehmen zu fördern, den Erfahrungsaustausch, wie man betrieblichen Klimaschutz im Unternehmen umsetzen kann. Und dazu haben wir verschiedene Handlungsfelder definiert, von Energiescouts, Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, CO2-Bilanzierung, Strategiefragen, die wir sozusagen gemeinsam mit den Unternehmen, die bei uns Mitglied werden, versuchen zu bearbeiten und uns darüber auszutauschen. Dazu haben wir sozusagen parallel oder unser Hauptprodukt eigentlich ist eine soziale Plattform, in der man sich anmelden kann und wo man sozusagen dann in Austausch treten kann. Und parallel machen wir dazu verschiedenste Angebote, Informationsangebote und so weiter, um diesen Austausch auch entsprechend anzuregen. Und wir möchten, das ist uns auch ganz wichtig, die Unternehmen auch dort abholen, wo sie aktuell stehen und sich und uns mit ihnen zusammen sozusagen entwickeln und diesen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Ein Angebot, was wir haben, und da würde ich Sie bitten, noch einmal eine Folie weiter zu klicken, das ist das Thema Energiescouts. Da wollen wir ja gleich nochmal im Detail darauf eingehen. Da geht es darum, eine Zusatzqualifizierung für Auszubildende im Betrieb zu haben, die dann in ihrem Betrieb, in ihrem Ausbildungsbetrieb tatsächlich auch eine Maßnahme umsetzen, die sie dort als besonders wirksam identifiziert haben. Andere Sachen, die wir machen, ist ein Klimacheck, CO2-Bilanzierung, gute Beispiele nach vorne bringen natürlich, wie man tatsächlich ganz praktisch Klimaschutz im Unternehmen umsetzen kann, aber auch Förderungen, wie man die findet und so weiter. Also es ist sozusagen ein relativ großes Begleitangebot zu unserer Plattform. Und das vielleicht Besondere ist, wir machen das mit all den Industrie- und Handelskammern in Deutschland zusammen, sodass viele der Sachen sozusagen bei den Industrie- und Handelskammern laufen, von den Industrie- und Handelskammern angeboten werden, sozusagen direkt vor Ort und bei den Unternehmen dann präsent zu sein. Das vielleicht mal als kleinen Überblick, was wir als Plattform machen. Wenn Sie in Deutschland sind, können Sie gerne mal schauen, ob Sie auch bei uns Mitglied werden wollen. Ich glaube, es ist einfach eine interessante Sache, um Anregungen zu finden für den betrieblichen Klimaschutz und da voranzukommen. Ja, danke, Herr Flechtner. Das ist natürlich jetzt die perfekte Überleitung zu Herrn Junghans. Sie sind auch beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Energiescouts ist eine Weiterbildung. Ja, wie kam es dazu und was verbirgt sich hinter diesem Projekt? Vielen Dank auch für die Einladung von meiner Seite. Wir nehmen diesen Gedanken Energy Scouts und bringen ihn nach Europa. Was sind Energy Scouts?
Die ganze Geschichte begann bei einem Unternehmen namens EBM Pabst. Das ist ein Hersteller von Ventilatoren und Elektromotoren aus Baden-Württemberg mit 15.000 Mitarbeitern weltweit. Dort gibt es einen Ausbilder der Auszubildenden, also die jungen Menschen, die einen Beruf im dualen System dort lernen. Und er hatte das Problem, dass er jedes Jahr neu den jungen Menschen erklären muss, wie man das Thema Energieeffizienz im Unternehmen denkt, und hat sich dazu was ausgedacht. Er hat die Scouts, also er hat die jungen Menschen zu Scouts gemacht, nämlich zu Suchenden nach Energiefressern. Der hieß ja Markus Mettler, und der hat dieses Prinzip professionalisiert, wie man junge Menschen im Unternehmen auf der Suche nach Energiefressern schickt. Und als bei der Präsentation der Ergebnisse ist die IHK Heilbronn darauf aufmerksam geworden, hat diese fantastische Geschichte dem DHK erzählt. Und wir haben das für alle IHKs sozusagen umgesetzt. Worum geht's? Im Prinzip um einen fünftägigen Energieeffizienz-Crash-Kurs, der kombiniert ist mit einem praktischen Projekt im Unternehmen und einem Wettbewerb um das beste praktische Projekt, wie es in einem Unternehmen umgesetzt wurde, und einer Preisverleihung dazu. Schön, es geht immer nur um junge Menschen. Können auch Ältere das zu Energiescout werden? Wir integrieren mittlerweile auch ältere Leute in den Energiescout-Teams, aber die sinnvollste Art und Weise, sozusagen eine Weiterbildung in diesem Themenfeld zu platzieren, ist es, bei jungen Menschen zu starten, weil die noch ein sehr langes Arbeitsleben vor sich haben und denen alle Dinge, die sie dort lernen, natürlich im Laufe ihres Arbeitslebens mehrfach anwenden können. Was Sie sehen hier ist beispielsweise, sind Energiescouts in Aktion, sind junge Menschen, die in einem Kompressor nach Leckagen suchen. Eine der Möglichkeiten, um sehr, sehr viel Strom einzusparen, ist, indem man die Druckluftsysteme überprüft. Ein anderer Scout hier mittig im Bild ermittelt die Lichtstärke in einer Produktionshalle in Ungarn, mit dem Ziel, einen Vorher-Nachher-Vergleich von konventioneller Beleuchtung und LED-Beleuchtung zu ermitteln. Der Gedanke dabei ist natürlich, wenn ich ein internes Projekt im Unternehmen voranbringen möchte und dazu eine Investition in neue Beleuchtungsmodule notwendig ist, dann muss ich die Geschäftsführungsebene überzeugen. Und wie mache ich das? Indem ich ganz konkrete Werte ermittle und die Vor- und Nachteile inklusive der Kosteneinsparung und Amortisationszeiten ausrechnen. Genau das lernen diese zumeist jungen Menschen bei uns in der Qualifizierung zum Energy Scout. Okay. Sie haben vorher über ganz Europa gesprochen. Wo gibt es jetzt diese Ausbildung schon oder diese Weiterbildung schon grenzüberschreitend, also außerhalb von Deutschland? Durch die Förderung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz über die sogenannte EUKI, die Europäische Klimaschutzinitiative, konnten wir starten mit der Förderung in den Ländern Tschechien, Ungarn, Griechenland und Bulgarien. Das fing 2018 an. 3 Jahre Förderung für die Etablierung dieser Schulung inklusive des Wettbewerbs. Und nachdem das sehr erfolgreich lief, wir haben 339 Energy Scouts in 4 Ländern ausbilden können, haben wir seit 2021 sind wir in einer zweiten Förderphase und haben 4 neue Länder hinzubekommen: Polen, Slowakei, Kroatien und Serbien. Und haben ein System etabliert, wo die erfahrenen AHKs ihre Erfahrungen in den Schulungen weitergeben durch ein Mentoring-System an die neuen AHKs, die ebenfalls jetzt mit einer 3-jährigen Förderung rechnen können, um diese Qualifizierung, diese Schulung zu etablieren, um danach dies selbstständig als Dienstleistung in ihren Ländern anbieten zu können. Mhm.
Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, auf alle warten, wo ist Frankreich? Dem Fokus der Europäischen Klimaschutzinitiative ist es zuzurechnen, dass Frankreich und auch andere westeuropäische Länder nicht so stark im Fokus stehen wie Länder, die tendenziell einen großen Anteil an fossilen Energieträgern im Durchschnittsstrommix haben. Das heißt, Länder wie Polen oder andere Länder, die einen hohen Anteil an Kohleverstromung aufweisen, dort ist die Einsparung pro Kilowattstunde wesentlich wertvoller für unser europäisches Klima und für den, ja, für das europäische Klima kann man schon so sagen, als beispielsweise in Frankreich, wo ein sehr hoher Anteil an CO2-armen Technologien, nämlich Atomkraft, benutzt wird. Aber Energie muss ja auch hier eingespart werden. Die französische Regierung hat ja mit ihrem Programm jetzt alle Bürger, Unternehmen, Institutionen auf Energiesparen eingeschworen. Und da schauen wir mal, so ein Energiescout würde vielleicht auch ganz gut reinpassen. Aber das möchte ich auf jeden Fall unterstreichen. Herr Flechtner, wie sieht es aus mit den anderen Programmen, die Sie verantworten? Gibt es da deutsch-französische Kooperationsprojekte? Leider haben wir das zurzeit nicht, nein, was ja aber sehr schade ist. Und ich glaube, gerade die Energiescouts würden sich eigentlich dafür anbieten, das auch in anderen Ländern und auch vor allem auch in Frankreich anzubieten. Also wir haben inzwischen sozusagen das Thema der Energiescouts, das Curriculum ein bisschen sogar auch aufgeweitet. Wie gesagt, Ressourceneffizienz auch dabei. Wir arbeiten jetzt gerade an so einem Kapitel für Klimaschutz, sozusagen, um das ein bisschen breiter noch aufzustellen. Also da sind wir natürlich sehr gerne bereit, unsere Erfahrungen, ich glaube, das gilt auch für Max Junghans, zu teilen, falls Sie sozusagen auch da Ideen haben, wie man das vielleicht auch in Frankreich umsetzen könnte. Unsere Erfahrungen sind tatsächlich sehr, sehr positiv, muss ich sagen, weil das ist nicht nur sozusagen ein Energiesparprogramm für ein Unternehmen, also es ist sozusagen, lohnt sich nicht nur für das Unternehmen selbst, ich glaube, es lohnt sich vor allem auch für die Auszubildenden, weil sie ihr Unternehmen einfach mal aus einer anderen Perspektive kennenlernen. Das sind ja nicht alles technische Auszubildende, sondern halt auch aus kaufmännischen Berufen, die dort sozusagen diese Zusatzausbildung bekommen und dann ein Projekt im Prinzip konzipieren müssen und auch im Unternehmen anstoßen müssen. Und dadurch lernt man, glaube ich, so ein eigenes Unternehmen einfach viel, viel besser kennen. Ist im Ergebnis vielleicht auch verbundener mit dem eigenen Unternehmen, wenn das sozusagen in diesen Bereichen aktiv ist. Und wir haben gesagt, wir haben sehr, sehr viele positive Resonanz erfahren wir darüber. Bei uns ist schon ein bisschen länger das Programm, schon seit 2014 und insgesamt sind tatsächlich schon 10.000 Azubis zu Energiescouts qualifiziert worden, mit sehr, sehr vielen Einsparungen, die sozusagen damit einhergehen. Und manchmal sind es tatsächlich die einfachen Maßnahmen, die dann wirklich den Unterschied machen und plötzlich doch deutliche Einsparungen auch kostenseitig natürlich generieren. Den Unternehmen helfen, Energie zu sparen, Energie besser zu verwerten, Energie vielleicht effizienter zu nutzen. Ja, das sind schöne Programme, die Sie anbieten und auch Erfahrungsaustausch. Ja, vielen Dank. Maintenant, Madame Gleis, Monsieur Sechot. Jetzt Frau Gleis, Herr Hubert, Frau Sechot. Vielleicht zuerst Frau Sechot. Sie sind vom Campus hier in Lyon. Was sind denn die Ausbildungsgänge bei Ihnen, die angeboten werden und auf welche Themen sind Sie denn spezialisiert? Können Sie mich alle hören? Ja, also dann guten Tag zusammen. Ja, ich werde vielleicht kurz noch beschreiben, was ein Ausbildungscampus ist. Das ist nämlich ein Netzwerk, wo besondere Verbindungen geschaffen werden. Das heißt, innerhalb eines selben Geschäftsbereichs zwischen verschiedenen Unterabteilungen. Das sind auch Kooperationen zwischen Unternehmen und Forschungslabors in diesem entsprechenden Bereich. Und ich bin heute für den Campus des Métiers et Solutions d'éclairage durable da in Lyon oder in der Region um Lyon.
Und dieser Campus fördert und bietet Ausbildungsgänge an, sowohl als Erstausbildung als auch als duale Ausbildung. Das sind Ausbildungsgänge, die ein Fachabitur oder ein Technikabitur umfassen können. Das geht aber auch bis zur Ingenieursschule. Also das ist ein Berufsbildungscampus und wir sind dafür da, um hier Ausbildungsgänge anzubieten, jungen Menschen, die eben angepasst sind an den Bedarf in einem bestimmten Bereich. Und hier ist unser Bereich eben das intelligente Licht und die nachhaltige Beleuchtung. Also was ich dazu sagen kann, ist, dass es sich um Berufe handelt und dass diese Campus sich an Exzellenzstichpunkten orientiert. Also das kann auf nationaler Ebene und auch auf regionaler Ebene sein und wird von den Gebietskörperschaften eben auch unterstützt. In unserem Fall ist das die Region Auvergne-Rhône-Alpes. Natürlich werden wir auch von Unternehmen unterstützt und auch vom Rektorat, also das Rektorat, die Akademie Lyon. Die Ziele, die habe ich schon teilweise genannt, das ist die Entwicklung einer Kultur, was Beleuchtung und Licht betrifft, bereits in der Ausbildung, aber auch diesen Bereich der Beleuchtung, diesen Fachbereich, diese vielen Berufe, die damit verbunden sind, bekannt zu machen, dann eben die Kooperation zu stärken zwischen Unternehmen und Schulen und natürlich auch die beruflichen Kompetenzen im Bereich Beleuchtung und Licht weiterzuentwickeln und dann eben den jungen Menschen den Zugang zu erleichtern zu den heutigen und auch zukünftigen Berufen. Ich kann jetzt nicht hier alle Ausbildungsgänge nennen, aber das geht auf jeden Fall mit dem Fachabitur los im Elektrotechnikbereich und bei vernetzten Systemen, aber auch das Fachabitur im Bereich digitale Systeme, dann die Technikabitur-Ausbildungsgänge, das sind hauptsächlich mit nachhaltiger Entwicklung verbundene technische Berufe und die jungen Menschen, denen raten wir verschiedene Ausbildungsgänge empfehlen. Das sind teilweise zweijährige Ausbildungen, teilweise auch Bachelors an der Universität. Das läuft dann über 3 Jahre. Und dann gibt es noch eine Art Hochschulabschluss, Fachhochschulabschluss, zum Beispiel als Techniker und dann natürlich noch Ingenieursschulen. Da können verschiedene Fachbereiche gewählt werden im Hochschulbereich, zum Beispiel Elektrotechnik, digitale Systeme. Dann Hausautomatisierung, Elektrotechnik, Industrieinformatik, alles, was mit Kunst und Design zu tun hat, auch Regie, Licht, dann Design und Lichtverwaltung, intelligentes Licht, nachhaltiges Licht, nachhaltige Beleuchtung und dann an den Ingenieurshochschulen geht es um Gebietsgestaltung, Elektrotechnik, also alles, was mit Stadtorganisationen zu tun hat. Also das sind unsere Fachbereiche hier beim Campus Intelligentes Licht. Also da haben Sie uns jetzt erleuchtet, buchstäblich, was die abwechslungsreichen und sehr vielfältigen Ausbildungsgänge bei Ihnen betrifft. Wir sind alle ganz, ganz beeindruckt, glaube ich. Gehen wir zu Herrn Huber. Bitte. Sie sind auch hier mit Frau Kleis, weil Sie auch eine Kooperation haben, eine Partnerschaft, einen Austausch mit dem Campus in Lyon. Aber zuerst mal, welche Ausbildungen können bei Ihnen an der Gewerblich-Technischen Schule Offenburg absolviert werden? Und in welchem Bereich gibt es den Austausch? Herr Huber. So, auch ich möchte alle recht herzlich begrüßen. Auch vielen Dank für die Einladung, dass wir heute da sein dürfen. Wir kommen von der Gewerblich-Technischen Schule in Offenburg. Das ist die größte Schule in Südbaden unter der Leitung von Frau Dr. Drössel, die uns auch tatkräftig in der Schulpartnerschaft unterstützt. Wir haben
sehr viele Berufe, welche im dualen System ausgebildet werden. Beispiele Bautechnik, also Mauer, Schreiner, Holz, Zimmerleute im Elektrotechnikbereich sind wir tätig, Metalltechnik, Fahrzeugtechnik. Wir haben technisches Gymnasium, eine Meisterschule, AV Dual, wo besonders also Schüler, die gefördert werden müssen, unterrichtet werden. Wir haben 3 Flüchtlingsklassen. Und wir haben auch die Anlagemechaniker, Sanitäts- und Klimatechnik, welche in Partnerschaft mit Lior die Schulpartnerschaft auch betreiben und dort auch im Bereich Energie, Elektro, Lichttechnik Partnerschaft vorantreiben. Wir haben ja auch dort schon eine Abtreffe gehabt in Lior. Ja, Sie reden von diesem Treffen, von dieser Partnerschaft. Frau Kleis, wie war denn das Feedback der Teilnehmer? Können Sie uns besondere Erlebnisse der Teilnehmer schildern? Also unsere Region, aus der wir kommen, die ist ja sehr ländlich. Und das ist ja schon eine wahnsinnige Bewegung für unsere Schüler in eine große Stadt. Also Lyon ist ja für uns riesig, wenn man da hinkommt. Und normalerweise ist es dann so, dass die Schüler sehr stark bei den Lehrern bleiben. Aber durch diese Aktivitäten, die wir dort gemeinsam mit unseren großartigen Austauschpartnern machen durften, sind die Schüler von uns weg, haben die Stadt selber erkunden wollen. Das war für uns ein Riesenfortschritt. Überhaupt die Erkenntnis, dass die anderen genauso sind wie wir. Also das ist ja in Deutschland wahrscheinlich ähnlich wie in Frankreich, dass da unglaubliche Vorurteile gibt, was da auf einen wartet, wenn man ins Ausland geht. Und das war so das Erste, was ich festgestellt habe, die sehen genauso aus wie wir. Und man kann mit denen ganz normal reden und so. Wir haben natürlich das Sprachproblem, was eben auch schon mal angesprochen wurde, weil unsere Schüler sprechen gar kein Französisch und das wird in der Berufsschule auch überhaupt nicht unterrichtet. Was sie auch festgestellt haben, dass die Schule völlig anders funktioniert, dass das System in Frankreich ganz anders ist als unseres. Und natürlich, das ist für uns besonders schön gewesen, die Qualität der dualen Ausbildung. Also diese Praxisorientierung, die das deutsche Schulsystem hat und auch das Verständnis dafür, dass das Schulsystem anders ist. Also das Arbeiten miteinander, das war ja der Schwerpunkt auch, als wir in Lyon waren, dass die in Tandems, deutsch-französischen Tandems, die beide die Sprache vom anderen nicht sprechen, irgendwelche Projekte gemeinsam machen. Und dass sie es überhaupt gemacht haben, dass es funktioniert hat und dass es ihnen Spaß gemacht hat, das war jetzt ein tolles Feedback. Und dass sie traurig waren, dass die anderen nicht zu uns nach Deutschland kommen konnten, weil ja Corona dann quasi den Rückbesuch unterbunden hat. Genau. Ja, Sie haben was gesagt, wie schön es war, dass die Deutschen nach Frankreich sind, obwohl sie die Sprache nicht sprachen, eine große Offenheit unter den jungen Menschen. Und ich denke, gerade solche Austauschprogramme dienen dazu, ja, sich einer fremden Kultur zu öffnen und auch hoffentlich eine Freude an der Sprache zu erwecken. Madame Sechaud, est-ce que vous avez eu des Feedback? Ja, also die erste Rückmeldung war die große Enttäuschung, die gerade angesprochen wurde, weil die Franzosen dann eben seit 2020 nicht nach Deutschland kommen konnten wegen der Pandemie. Und wir haben dann die deutschen Teams also empfangen bei uns. Wir haben das Programm schon vorbereitet, das Austauschprogramm für viele Jahre, für mehrere Jahre schon. Und dann sind die deutschen Auszubildenden gekommen und haben eben auch in Frankreich schon mitgearbeitet. Das waren also junge Auszubildende, die aus der Berufsschule in Deutschland und die in Frankreich waren es zwei Fachgymnasien, die also praktisch Schüler und Schülerinnen, die Fachabitur anstreben. Und das hat alle sehr stark begeistert, also auch zu sehen, dass man dieselbe Sprache spricht im Fachbereich. Denn also unsere Studierenden oder Schüler und Schülerinnen sprachen nur sehr schlecht Deutsch und umgekehrt war es genauso. Aber das war gar kein Hindernis bei der Aktivität, weil der Fachbereich eben dieselbe Sprache spricht. Und ich habe ja gesagt, wir haben ein ganzes Programm ausgearbeitet. Wir wollten
hier mit dem Austausch beginnen, auch in den Werkstätten gemeinsamen Arbeiten, alles, was mit Licht und Beleuchtung zusammenhängt. Und wir wollten das dann eben in Deutschland fortsetzen. Wir wollten auch Beobachtungszeiten einführen. Also wir wollten beziehungsweise Hospitationen in Deutschland durchführen, auch Praktika in Unternehmen. Und dieses gesamte Programm, was wir schon erarbeitet hatten und für das wir auch schon Finanzierungen erhalten hatten, also Erasmus zum Beispiel für die Mobilität in Unternehmen, das war alles schon vom deutsch-französischen Jugendwerk auch genehmigt, also dieser Austausch. Und das ganze Programm, das mussten wir zurückstellen jetzt, zurückstellen bis 2022, 2023. Pour le futur. Ja, das war eben doch meine Frage. Welche Aktionen sind für die Zukunft geplant? Ja, natürlich erst einmal der Austausch, dann, dass also auch die Franzosen nach Offenburg reisen. Das haben wir Ende Februar geplant. Auch wenn die Schüler 2019 nicht mehr dieselben sind wie in diesem Jahr, werden wir jetzt diese Tradition erneut aufnehmen, um uns auch vertraut zu machen, also oder den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich vertraut zu machen mit der Sprache, mit der anderen Kultur und auch natürlich ihnen die Möglichkeit zu geben, hier zu Hause zu verlassen. Die Termine wurden festgelegt, also der Beobachtungszeitraum der beiden Gymnasium für den Zeitraum in Offenburg ist festgelegt. Also es ist eine Art Hospitation im Prinzip, um zu sehen, wie das deutsche Personal arbeitet, wie ist die Ausbildung in Deutschland organisiert und natürlich auch innovative pädagogische Ansätze, die von den Teams in Offenburg umgesetzt werden. Also das ist in diesem Jahr geplant und im Folgejahr dann werden wir Unternehmenspraktika auf beiden Seiten des Rheins organisieren, aber auch also unsere Schüler, also Schüler nach Frankreich kommen und die Mobilität natürlich der Deutschlehrer von beiden Seiten. Das wird dann auch eine Möglichkeit sein, sich mit jungen französischen Menschen auszutauschen und ihnen ihr Know-how weiterzugeben. Also sehr viele wunderbare Projekte des deutsch-französischen Austauschs. Sie haben ja ein Video gedreht, das wir jetzt zeigen werden. Ich bitte meine Kollegin Mathilde, das Video hier zu zeigen. Da sehen wir den Besuch dieser jungen Menschen in Lyon. Es kann losgehen. Also, es gibt nicht einen Menschen weltweit, dem nicht klar ist, wie wichtig diese Achse ist. Nicht nur, weil man eine neue Seite aufschlägt nach einer langen Stille. Und es geht ja auch um eine Geschichte des Kampfes und der Umsetzung. Le rap, le langage, rythmant, les bagages. Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. Und die passe des frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythmant, les bagages. Grenzgänger, Frequenz auf zwei Sendern. Grenzüberschreitend geehrt in zwei Ländern. Durch meine Wurzeln geprägt, Gefühl von Heimat. Doch steht im Hang zum frankophilen Einschlag. Etto jeune, gros voyageur, j'ai exploré. Une grande passion, la France m'a vraiment fasciné. Attiré par l'altérité de l'étranger. J'ai commencé à osciller comme un frontal. Überschreiten Grenzen wie Cäsar damals in Rubicon. Mentale Mauern bekämpfen wir mit dem Lexikon. Und der Rap-Musik, Text auf fetten Beats. Auf der Französisch und Deutsch, weil das hier Flavor gibt. Erlaubt mir fast
6 litres d'accès au 2 pays. Et franchement grâce à la musique je réfléchis sur la vie, les frontières à dépasser. Le passé m'a donné l'esprit d'un transfrontalier. Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythme, les bagages. Überschreiten Grenzen, grenzenlos über Grenzen. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. Grenzgänger, on est des frontaliers. Le rap, le langage, rythme, les bagages. Der Rhein fließt wieder rein, tief rein ins Meer. Worte können Grenzen verwischen, als ob sie flüssig wären. Wär ich ein Zeichen im Satz, wär ich ein Bindestrich. Er hält die Dinge zusammen, die Kräfte bündeln sich. Supprime les obstacles, dépasse les frontières. Il faut se débarrasser des murs imaginaires. Passons à travers ça, faisons le nécessaire. Mettons nos forces ensemble, sinon c'est la galère. Wir wollen Brücken schlagen, Grenzen verwischen, indem wir einfach dazwischen fischen. Verbinden die Brückentage, wir schmecken eine Fahne, doch nicht mit drei Farben. Hier mit Schwarz-Rot-Gold. Merci pour cette belle vidéo. Ja, vielen Dank für dieses wunderschöne Video. Also mir fällt es schwer, hier still auf dem Stuhl sitzen zu bleiben, also auch in Anbetracht der Musik. Ja, wir sind jetzt am Ende unserer dritten Diskussionsrunde. Ich danke Ihnen wirklich hier für Ihre Augenzeugenberichte, also an Max Junghans, Jakob Flechner und auch Herrn Reinhardt möchte ich noch einmal sagen, also, dass wir natürlich diese Energie-Scouts unterstützen werden. Dann kommen wir jetzt zu einer Verlautbarung. Eingangs war ja vorgesehen, dass dass wir also als Deutsch-Französische Handelskammer, aber auch das Deutsch-Französische Jugendwerk einen Preis hier ankündigt. Das sollte im vergangenen Jahr da bereits passieren im Rahmen des Tages der Berufsbildung. Und jetzt also werden wir das wieder ausschreiben. Ich bitte jetzt Sandra Schmidt, Sie weiter über diesen Preis zu informieren. Ja, Sandra Schmidt, Sie sind ja Büroleiterin des Deutsch-Französischen Jugendwerkes und Sie haben jetzt das Wort. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Einen herzlichen Gruß in die Runde vom Deutsch-Französischen Jugendwerk. Und ich freue mich sehr, dass ich auf diesen Preis kurz eingehen kann, den Botschafter Lukas ja vorhin im Eingang schon erwähnt hat. Wir haben 2020 gemeinsam mit der AHK Paris und ProTandem angefangen, Brain zu stormen und uns zu überlegen, was können wir in der Pandemie tun, um gute Projekte, interessante Kooperationen stärker auch Sichtbarkeit zu verleihen in der beruflichen Bildung. Wir haben jetzt den ganzen Nachmittag gehört, wie wichtig das ist, junge Menschen zu motivieren und tolle Projekte auch mehr nach vorne zu bringen, in die Kommunikation auch mit einzubringen. Und da lag das relativ nah, dass wir dann eine erste Ausschreibung gemacht haben und das Ganze Avenir Professionnel genannt haben und so einen deutsch-französischen Berufsbildungspreis ins Leben gerufen haben. Und da geht es genau um die Zielgruppen, die heute schon viel angesprochen wurden, nämlich einmal junge Menschen in der beruflichen Bildung, das heißt im schulischen Teil der Bildung, aber auch junge Menschen im beruflichen Teil der Bildung, nämlich in Verbindung mit ihrer praktischen Ausbildung, in Verbindung mit Unternehmen. Und wir möchten gerne mit diesem Preis, den wir 2023 dann zum zweiten Mal vergeben, möglichst gelungene Kooperationsprojekte nach vorne stellen und zeigen, was kann man eigentlich in der deutsch-französischen beruflichen Bildung machen, was sind kreative Projekte und wie kann man ja den Berufseinstieg junger Menschen über kreative Austauschprojekte verbessern. Unser Preis hat 4 Kategorien. Die erste Kategorie zielt darauf ab, entweder eine Berufsschulklasse oder Auszubildende in ihrem Ausbildungszentrum hervorzuheben mit ihrem Projekt. Die zweite Kategorie richtet sich eher an den unternehmerischen Teil. Welche Unternehmen bieten für ihre Auszubildenden interessante Projekte an? Wie kooperieren sie miteinander auf deutsch-französischer Ebene? Und die dritte Kategorie richtet sich an Bildungseinrichtungen im weitesten Sinne, die in dem Spektrum aktiv sind.
Und es gibt immer auch einen speziellen Jurypreis für besonders gelungene Projekte oder Persönlichkeiten, die jeweils dann in Verbindung stehen mit der Thematik des jeweiligen Berufsbildungstages. So war das 2021 und so wird das auch für 2023 wieder ausgeschrieben. Der neue Preis, da gibt es dann ein entsprechendes Ausschreibungsformular, was wir Anfang des Jahres, Anfang 2023 allen zur Verfügung stellen. Und die Schulen und Ausbildungszentren oder interessierte Einzelpersonen, die in dem Bereich arbeiten, können sich dann bei uns bewerben in den verschiedenen Kategorien. Und eine Jury wird dann darüber entscheiden, wer 2023 diesen Preis bekommt. Voilà. Hier nochmal die Erinnerung oder zur Info, welche Schulen und Projektträger 2021 den Preis bekommen haben. In der ersten Kategorie gab es ein Modeprojekt von Mode, eine Zusammenarbeit mit einem Lycée professionell hier in Paris und einer Modeschule in Berlin, ein ganz tolles Projekt gestartet haben, was wirklich auch sehr zukunftsweisend ist. Die zweite Kategorie um eine Ausbildungskooperation von BASF in Ludwigsburg und einer Ausbildungsstelle in Alençon. Und das war eine Ausbildung, die sich an Technikerinnen und Techniker, Ingenieure richtet, also ein Berufszweig, der auch gerade was dann deutsch-französische Kooperation angeht, nicht das erste Beispiel ist, was einem in den Kopf kommt, was aber eine ganz tolle und langjährige Kooperation ist. Die dritte Kategorie, da ging es um ein Projekt im Bereich Theater und Veranstaltungstechnikerinnen und Techniker zwischen einem langjährig in diesem Bereich tätigen Verein in Berlin zusammen mit einem CFI, einem Ausbildungszentrum für Spectacle Vivant und Audiovisuel in Bagnolet, in einem Pariser Vorort. Das ist schon eine Kooperation, die lange Jahre toll funktioniert. Das nennt sich Regisseurs sans Frontières, das Projekt, und ist wirklich ein Beispiel, wie auch solche Kooperationen über verschiedene Jahrgänge von Auszubildenden immer weitergegeben werden und ganz tolle Beispiele zeitigen. Ja, und das die vierte Kategorie, unseren besonderen Preis, das lag uns 2021 besonders am Herzen, eine Berufsgruppe auch in den Fokus zu nehmen, die von der Pandemie sehr stark betroffen war, nämlich das, was so Hotel- und Gastronomiewesen angeht. Da gibt es eine Kooperation zwischen einem Berufskolleg in Bonn und dem Lycée Hôtelier International in Lille. Dieses Gaststättengewerbe und Hotelgewerbe hat ja durch die Pandemie ziemlich gelitten. Und da war es uns wichtig zu zeigen, dass gerade im Tourismus aber viele Kooperationen zwischen Deutschland und Frankreich bestehen und es sich auf jeden Fall lohnt, Azubis aus diesem Bereich wirklich die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen und in ihrer Ausbildung zu schauen und mal ins Ausland zu gehen. Ich glaube, das ist unseren drei Institutionen, die hier kooperieren zu diesem Preis. Pro Tandem und Französisches Jugendwerk führen ja berufliche Austausche, sowohl was Gruppenaustausche angeht, als auch beispielsweise mit und die Deutsch-Französische Handelskammer ist für uns ein wichtiger Partner. Deswegen versteht es sich eigentlich von selbst, dass wir diesem Preis auch eine zweite Edition folgen lassen wollen, der, wie gesagt, der Projektaufruf wird im Januar 2023 gestartet. Wir haben vorhin schon kurz was dazu gesagt, 60 Jahre Élysée-Vertrag ist so ein bisschen auch der Aufhänger dann, um diesen Aufruf zu starten. Und die nächste Preisverleihung findet dann im nächsten deutsch-französischen Berufsbildungstag im Oktober 2023 statt. Vielleicht geht es ja dann wieder auch in Richtung einer Präsenzveranstaltung, wo dann auch die Preisträgerinnen und Preisträger gewürdigt und empfangen werden können. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Weiterführung der Kooperation und sind gespannt auf die Einreichungen, die Kandidaturen, die dann kommen werden. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Die AK Frankreich ist auch
sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk und Potandem für diesen Preis, der auch vor allem dazu beiträgt, das Image der beruflichen Ausbildung, der dualen Ausbildung zu steigern und wirklich die schönen und erfolgreichen grenzüberschreitenden Projekte aufzuzeigen. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir diskutieren können, auch mit Ihnen. Sie können uns Ihre Fragen in den Chat stellen an Frau Schmidt, an die Teilnehmer der einzelnen Diskussionsrunden. Eine Frage, die ich hier rauspicke, die auch für Frau Schmidt interessant ist. Es geht darum, wie können Schüler, wie können Unternehmensbesuche gestaltet werden? Wie können Schüler Praktikas finden in Unternehmen und Schüler mit den Industrieunternehmen in Kontakt gebracht werden? Ich hatte ja selbst schon am Anfang die Internetplattform Schule Unternehmen, École Entreprise, erwähnt. Aber Frau Schmidt, es gibt ja auch bei dem Deutsch-Französischen Jugendwerk die Porte Ouverte, die Entdeckungstage, wie sie heißen. Vielleicht können Sie hier an dieser Stelle darüber ein bisschen was sagen. Das kommt ja auch wieder im Januar, ne? Das ist ja jetzt auch dann bald. Genau, der Deutsch-Französische Entdeckungstag ist eigentlich auch eine Aktivität, die nicht nur im Januar, sondern wirklich über das ganze Jahr gemacht werden kann. Und wir haben viele Anfragen von Schulen und Bildungseinrichtungen, die mit ihren Schülern gerne mal in ein Unternehmen kommen wollen. So ein Entdeckungstag läuft dann immer so ab, dass sie in ein Unternehmen reinschnuppern für ein paar Stunden, für einen Tag. Und da praktisch diskutiert wird mit den Schülerinnen und Schülern, warum es sich lohnt, Deutsch und Französisch jeweils weiterzulernen und welche Kontakte, Beziehungen in dem Unternehmen ins Partnerland bestehen. Also worin praktisch der Mehrwert liegt, dass man Deutsch und Französisch nach vorne bringt, dass man sich die Sprachkompetenzen und auch die interkulturelle Kompetenz aneignet im Laufe eines Schülerlebens. Von daher nur mein Aufruf an die Unternehmen, die sich dafür interessieren, die Nachwuchs werben möchten. Wir sind gerne bereit, sie mit Schülerinnen und Schülern, mit den entsprechenden Lehrkräften in Kontakt zu bringen. Und das DFJW begleitet solche Entdeckungstage auch immer mit entsprechendem pädagogischen Personal, was dann so eine kleine Sprachanimation auch machen kann, das sprachlich praktisch unterstützt, wenn die Schülerinnen eben noch nicht einer ganzen Diskussion auf Französisch oder Deutsch folgen kann. Das ist ganz normal, das ist auch nicht das Ziel. Es geht nicht darum, dass es sich nur an echte Germanisten oder Französischkenner richtet, sondern einfach, dass man Lust darauf macht und auch einfach mal Berufsgruppen kennenlernt als Schüler, die man so ohne weiteres nicht auf dem Schirm hätte, weil man eben nicht Eltern hat, die in dem jeweiligen Bereich arbeiten oder irgendwie aus der Familie kennt. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, da die Schnittstelle zwischen Schulen und Unternehmen anzusprechen. Und Alexandra, du hast es schon angesprochen, diese Plattform École Entreprise ist wirklich ein ganz tolles Tool. Also wir können auch wirklich nur jeden Unternehmer, jede Personalerin in Unternehmen einladen, auf diese Plattform mal drauf zu gucken und zu überlegen, ob es nicht Sinn machen würde, ihre Praktikumsangebote, die sie aktuell haben, auf diese Plattform zu stellen, weil viele Schülerinnen und Schüler gucken danach. Und auch viele Lehrerinnen und Lehrer sind auf der Plattform häufig unterwegs, um für ihre Schülerinnen und Schüler Praktikumsplätze zu finden. Das ist nicht einfach. Und deswegen braucht man so eine Schnittstelle, wo sich eben das Angebot und die Nachfrage irgendwie trifft. Also unsere herzliche Bitte, sich wirklich auch dieses Tool mal ein bisschen genauer in Augenschein zu nehmen. Ja, vielen Dank, Sandra. Meine Damen und Herren, wenn Sie noch Fragen haben, Sie können gerne die Hand heben. Und dann können Sie auch selber die Frage stellen. Herr Reinhardt, Sie haben eine Frage. Sie können gerne wieder die Kamera anstellen. Ja, ich habe ganz viel über das Thema deutsch-französische grenzüberschreitende Ausbildung gehört. Das ist ein Bereich, der uns unglaublich interessiert als deutsch-französisches Unternehmen. Wir haben auch bis vor nicht allzu langer Zeit das gemacht. Allerdings gab es dann eine Entscheidung, dass die Verantwortung dafür aus dem Departement Moselle in die Zentralregierung ging und damit einhergehend hieß es dann, wenn ihr das machen wollt, zahlt bitte auch das Schulgeld pro Auszubildenden von mehr als 10.000 Euro im Jahr. Das war natürlich für ein Unternehmen dann eher schwierig, zu sagen, dass wir das weiter vorantreiben.
Grundsätzlich finde ich das aber einen ganz wichtigen Gedanken und deswegen würde mich interessieren, ich habe ganz viel gehört, dass es da sehr viele Diskussionen gibt, ob es Bestrebungen gibt, es wieder so weit zu fördern, dass wir in eine Situation kommen, in der es für Unternehmen auch, ja, auch finanziell attraktiv ist, dieses Thema zu unterstützen. Sandra, man hört dich gerade nicht. Man hört Sie gerade nicht, Sandra. Wir müssen Ihnen das Mikrofon einschalten, bitte. Leider hört man nichts. Kleiner technischer Fehler am Ende. Gut. Ja, es gibt noch, ich habe die Internetseite von Ecole Entreprise hier in den Chat gestellt. Es gibt jetzt noch eine Frage und deshalb bleibe ich mal im deutschen Sprachkanal an Herr Junghans. Herr Junghans, es wird gefragt, wie man aus Frankreich teilnehmen kann in Deutschland eventuell an einer Weiterbildung Energy Scouts und ob es die auch in Englisch gibt. Weil in Französisch, ja, nehmen wir wohl nicht an. An wen muss man sich denn da wenden? Wie ist es, ja, die in Frankreich gibt? Ja, also das ist eine fantastische Frage. Es tut mir leid, das verneinen zu müssen. Aktuell ist es in Deutschland ist es ein Angebot der IHKs für ihre Mitgliedsunternehmen. Und im europäischen Ausland, also in den Ländern, die ich genannt habe, mit einem Fokus auf Osteuropa, man kann sich das wie so eine Schnur vorstellen zwischen Polen und Griechenland, ist es im Prinzip offen für alle Unternehmen, die hauptsächlich junge Mitarbeiter senden wollen. Also ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Leider bieten wir das aktuell in Frankreich nicht an, aber hier sind ja auch viele Vertreter von Handelskammern mit dabei. Lassen Sie uns das doch als Motivation verstehen, vielleicht gemeinsam darüber nachzudenken, mit welchen Förderern man so etwas umsetzen könnte. Die Grundidee ist einfach, junge Menschen kriegen einen 5-Tages-Energieeffizienz-Crashkurs plus, und das ist eigentlich der USP bei den Energy Scouts, die Gestaltung eines praktischen Projektes direkt im Unternehmen, im Team. Und als Ergebnis erlangen die Unternehmen nicht nur ganz konkrete Möglichkeiten, wie man Strom und Geld einsparen kann, sondern wir helfen der Umwelt, indem wir typischerweise CO2 reduzieren. In unserem Fall, unsere Scouts reduzieren 71.000 Tonnen CO2 pro Jahr in ihren Unternehmen. Und diese jungen Menschen erfahren, was es bedeutet, gemeinsam Projektarbeit zu machen und im Unternehmen wirklich etwas umzusetzen. Leider kein Angebot für Frankreich. Es tut mir sehr leid. Es sei denn, über die deutschen Filialen, wäre eine Möglichkeit. Das ist vielleicht ein Schlupfloch, wo mit erhöhter Kreativität eine Möglichkeit besteht. Ja. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Meine Damen und Herren, es ist natürlich so, dass wir ja ganz viele Angebote genannt haben, die Sie auf den Internetseiten finden, die genannt wurden auf der Seite des Deutsch-Französischen Jugendwerks bei ProTandem, bei der AHK Frankreich und Ecole Entreprise. Und natürlich steht das Team der AHK Frankreich und unsere Partnerinstitutionen immer für Sie zur Verfügung, wenn es darum geht, Jugendliche im Deutsch-Französischen für deutsch-französische Programme, Ausbildungen zu begeistern. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence.
Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende unserer Konferenz. Im Namen unserer deutsch-französischen Handelskammer danke ich allen Beteiligten. Ich danke den Vertretern aus Unternehmen, den Partnerinstitutionen, aber auch dem deutsch-französischen Jugendwerk, den Ministerien, den Arbeitsministerium zum Beispiel und Bildungsministerium in Frankreich und Deutschland für ihre Teilnahme. Zusammenfassend kann ich sagen, dass wir heute also Augenzeugenbericht gehört haben, aber auch Beispiele über neue Möglichkeiten für Lehrausbildung. Und wir benötigen vor allen Dingen junge Menschen, die sich interessieren für die Kompetenzen in der Energiesparte. Also nicht nur junge Menschen, sondern eigentlich Menschen jedes Alters. Also gerade im Augenblick ist es wichtig, dass Deutschland und Frankreich zusammenarbeiten. Beide Länder könnten ja auch Investitionsbestrebungen in neue Technologien gemeinsam in die Hand nehmen. Die Energie ist ganz einfach ein Thema, das alle Berufsgruppen berührt, die und ohne Lehrausbildung kann natürlich die Investition nicht an den Mann gebracht werden. Deshalb sind natürlich mit der Lehrausbildung Vorteile für die jungen Menschen verbunden, aber auch für die Unternehmen, die dabei die Möglichkeit haben, neue Mitarbeiter und damit ihre Zukunft zu gewährleisten. Wir haben ja gehört, es ist von wesentlicher Bedeutung für das Überleben der Unternehmen, dass die jungen Menschen motiviert sind, um in diese Richtung zu gehen. Wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit gewährleisten. Wir brauchen ganz einfach auch qualifizierte Arbeitskräfte, die diese Richtung eintragen. Die Lehrausbildung wird noch nicht ausreichend bewertet, was jetzt also auch den Dienst an die Gesellschaft anbelangt. Es ist wirklich eine relevante Lösung heute und ein Pass für die Beschäftigung. Die Lehrausbildung steht für alle Berufe frei und wir alle müssten also unsere gemeinsamen Bemühungen stärken, um junge Menschen in die Berufsbildung zu bringen. Dabei sollten wir vor allen Dingen deutsch-französische Austauschprogramme in den Vordergrund stellen, um das wertschöpfende Element dieser Ausbildung auch hervorzuheben. Eine größere deutsch-französische Zusammenarbeit im Bildungsbereich ist ganz einfach notwendig, um dem Bedarf der Unternehmen Rechnung zu tragen, also sowohl der deutschen als auch französischen Unternehmen, die Einstellung von Mitarbeitern, die gute Kenntnisse, neue Kompetenzen haben, aber auch natürlich der Sprache und der Kultur des Partnerlandes mächtig sind. Wir alle, die Unternehmen, die Institutionen, wir alle müssen uns für die deutsch-französische Zusammenarbeit einsetzen und das Image der Berufsausbildung aufpolieren, also und auch das Erlernen der Sprache des Partners. Wir werden also auch informieren über Programme, die auf deutsch-französischer Ebene angeboten werden. In diesem Sinne möchte ich Ihnen für das nächste Jahr schon heute für den 10. Tag, Deutsch-Französischen Tag der Berufsbildung, hier eine entsprechende Einladung vermitteln. Und bis dahin danke ich Ihnen allen erst einmal herzlich für Ihre Teilnahme und wie gesagt, auf Wiedersehen.